Willkommen bei unserem Webinar Deregulierung der Gentechnik, viel zu verlieren und nichts zu gewinnen. Mein Name ist Karl Beer, ich bin Abgeordneter im Deutschen Bundestag und für die Grünen im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft der Obmann. Ich werde das heute Abend moderieren und bevor ich zur Begrüßung und Einführung an den Kollegen Martin Häusling aus dem Europäischen Parlament übergebe, zwei, drei Sachen zur Technik sagen. Erstens, dieses Seminar wird aufgezeichnet. Das haben Sie vielleicht gerade eben gehört. Das betrifft aber jetzt nur die Menschen, die auf der Bühne sozusagen sind, also die neuen Kacheln, die wir sehen mit den Referenten und Referentinnen, Martin und mir und den Mitarbeiterinnen von Martin. Alle anderen sind nicht sichtbar. Zweitens, wir werden das Q&A im Deutschen F und A dafür nutzen, Fragen an die Referentinnen und uns Abgeordnete zu stellen. Das findet ihr bei Zoom unten in der Leiste, die erscheint, wenn ihr die Maus bewegt, unter F und A oder Q&A, je nachdem, was für eine Version man benutzt. Dabei handelt es sich um ein Symbol mit zwei Sprechblasen. Nicht den Chat benutzen, sondern dieses Symbol mit den zwei Sprechblasen. Darin können Sie Fragen stellen und dieses Tool ermöglicht es, diese Fragen auch mit einem Daumen nach oben, glaube ich, zu kennzeichnen, sodass wir ein bisschen, wenn es sehr viele Fragen werden, sehen können, welche Dinge ein größeres Interesse finden, also so eine Art Ranking zu machen. Das kennt vielleicht der ein oder andere, der schon mal Parteitagsdelegierter war, wenn hier Parteifreunde und Parteifreundinnen sind. Und damit habe ich es auch schon mit dieser technischen Einleitung. Ich nehme an, inzwischen wissen die meisten auch halbwegs, wie Zoom funktioniert. Und ich übergebe an Martin für die Einführung und die Begrüßung. Martin. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite aus. Ich sitze in Brüssel im Parlament und wir haben heute im Umweltausschuss die erste Aussprache zu dem Bericht gehabt und auch da schon heftige Auseinandersetzungen gehabt, weil das ein sehr kontroverses Thema ist. Ich darf da mal erläutern, wie es überhaupt dazu kam. Teil dieser Regulierung ist, es kommt aus der Farm-to-Fork-Strategie. Da hat die Kommission viele Punkte genannt. Die Senkung des Pestizideinsatzes, Antibiotikaeinsatz und viele Sachen, die uns auch gut und wichtig erscheinen. Aber sie hat auch einen Punkt genannt und hat gesagt, natürlich müssen wir auch Gentechnik einsetzen. Und zwar, weil Gentechnik kann helfen, dass wir die Probleme der Landwirtschaft schneller und effektiver lösen, Ernährungssicherheit herstellen, Klimawandel, Anpassungssysteme leisten und den Pestizideinsatz reduzieren. Das hat die Kommission uns erzählt. Wir haben damals immer schon gesagt, naja, beweis doch mal, wo zum Beispiel der Pestizideinsatz gesunken ist durch Gentechnik. Aber jetzt wird erzählt, alles ist neu, weil das ist jetzt ein ganz neues Verfahren. Und das wird alles viel besser als die alte Gentechnik, die neue. Da gibt es dann jetzt im Vorschlag der Kommission zwei Kategorien. Das eine, ja, Kategorie 1 ist sozusagen, wenn keine fremden Gene eingekreuzt werden in eine Pflanze. Das soll also in Zukunft weder gekennzeichnet werden, noch rückholbar, keine Risikoprüfung, keine Rückverfolgbarkeit und die Vorsorgepflichten zur Verhinderung von Kontaminationen sollen entfallen. Auch die Haftungsregelung und auch die Vorlage von Nachweisverfahren soll entfallen. Also eigentlich muss man sagen, es gibt in der Kategorie 1, und das werden schätzungsweise 95% der neu zugelassenen Pflanzen sein, eigentlich kein Gentechnikrecht mehr. Da muss es so brutal sagen. Das ist eigentlich schlechter als das, was in Amerika stattfindet. Da muss man es immerhin noch anmelden und muss es auch nachverfolgen können. In Europa nicht mehr. Dann gibt es eine sogenannte Kategorie 2. Da bedeutet es, wenn fremde Gene eingebracht werden, dann gibt es auch da dann eigentlich keine, wie jetzt, nachvollziehbare Nachverfolgbarkeit und auch nicht automatischen Kennzeichen, sondern das ist dann im Belieben der Kommission, ob sie bestimmte Produkte aus diesem Bereich der Kategorie 2 auch unter das strenge Recht nehmen will oder eher einfaches Recht. Also das ist nicht sicher, dass in der Kategorie 2 die Pflanzen, die fremde Gene tragen, jetzt automatisch so geregelt werden wie in der bisherigen Regelung.
Die Kommission hat dann aber auch gleichzeitig gesagt, der Ökolandbau darf das ja nicht und sie wollen das auch nicht ändern. Und das Weitere ist, das ist ja dann interessant, wenn man sagt, Kategorie 1 ist automatisch sozusagen wie normale Züchtung, aber jetzt kommt der Pferdefuß, das Ganze fällt unter die Patentregelung. Das heißt, da kann man Patente drauf anmelden. Da hat die Kommission auch keine Lösung für, sondern sie hat gesagt, jo, schauen wir mal, vielleicht will die Industrie ja gar keine Patente erheben und wir geben in 3 Jahren einen Bericht ab und dann gucken wir mal, was passiert ist. Also auch da eigentlich keine ausreichende Regelung. Die Nachverfolgbarkeit ist ja dann für die Biobetriebe das größte Problem. Es soll Saatgut gekennzeichnet werden, aber nur Saatgut. Deshalb weiß ein Biobetrieb immer noch nicht, ob der Nachbar vielleicht anbaut oder nicht. Es gibt kein Register. Und da fangen halt die Schwierigkeiten für den Ökolandbau an, weil darf es nicht und es wird auch mit Sicherheit verlangt, dass keine Gentechnik drin ist. Aber die Vorsorgepflichten obliegen allein dem Ökolandbau. Und das Gleiche gilt natürlich auch bei den ganzen Produkten gentechnikfreie Lebensmittel. Da ist dasselbe. Das ist immerhin ein Markt von 18 Milliarden Euro. Und da gelten dann auch die Regeln nach dem Motto, schützt euch selber, weil die EU hält sich da raus. Das sind also die Knackpunkte in dieser Regulierung. Aber es kommt noch doller. Wir hatten heute die Aussprache im Ausschuss. Die Berichterstatterin im Umweltausschuss ist eine Konservative aus Schweden und die hat noch ein paar Punkte draufgesetzt. Sie will eigentlich, dass also das ganz abgeschafft wird, dass die Kategorie 1 eigentlich überhaupt nicht mehr, gar keine Kennzeichnungspflicht auch für Saatgut da ist, also gar nichts mehr. Und dann kommt das Dollste, dass sie dann sagt, naja, sie will ja den Ökolandbau nicht benachteiligen. Das Gesetz, die Bioverordnung sollte geändert werden, so dass auch die Bios in den Genuss kommen von neuer Gentechnik. Das wäre eine Diskriminierung, wenn die armen Biobauern jetzt keine Gentechnik nutzen. Also eine völlige Freigabe sozusagen und das Ganze wirklich immer noch unter der Maßgabe, es ist doch gut. Und es wird uns in Sachen Klimawandel doch enorm nutzen. Bei der Pestizidgeschichte sage ich nur kurz, man braucht nur in die USA zu schauen oder auch nach Südamerika. Da sind die Auswirkungen sozusagen der Gentechnik ja so, dass mehr Pestizide eingesetzt werden wegen Resistenzen, wegen mehrfach gentechnisch veränderter Produkte werden auch mehr Pestizide eingesetzt. Und das wird mit Sicherheit auch so kommen in Europa. Ich kann nur sagen, was jetzt in der Pipeline ist. Das sind in der Regel natürlich, was man so sieht, Entwicklungen, die genau in die Richtung gehen wie die alte Gentechnik, also Pestizidresistenz. Das wird das große Ding sein wieder. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe Entwicklungen in Richtung Designerpflanzen. Also es gibt dann die Tomate, die ist die sogenannte GABA-Tomate, die hat dann blutdrucksenkende Wirkung. Oder Chicorée, der nicht mehr so sauer schmeckt, oder Mais, der nicht mehr so hoch wird. Als solche Pflanzen kommen dann auf den Markt. Es gibt nur eine einzige Entwicklung, die sagt, wir stellen ein Getreide her, was vielleicht weniger Wasser braucht. Aber wir kennen das Problem weniger Wasser. Alle Bauern wissen das dieses Jahr. Wenn sie bis zum Sommer weniger Wasser braucht, dann hat sie mindestens dann im Sommer dieses Jahr ein Problem gehabt, weil da hat man zu viel Wasser. Also auch da die Antworten mehr als fraglich. Was noch besonders skandalös ist, ich bin ja Schattenberichterstatter meiner Fraktion, also ich sitze nachher mit am Verhandlungstisch. Die Mehrheiten im Ausschuss haben die Fristen extrem verkürzt. Das heißt, wir sollen jetzt eigentlich schon im Dezember soll darüber abgestimmt werden. Auch der Agrarausschuss ist ja involviert. Im Agrarausschuss soll noch Mitte Dezember abgestimmt werden und danach auch im Umweltausschuss, so dass im Januar im gesamten Plenum abgestimmt werden kann über diese Änderung. Und dann soll, so will es die Kommission, so will es auch eine konservative Mehrheit, dann noch unter der Präsidentschaft der Belgier dann ein Abschluss gefunden werden in einem Trilog. Also noch vor der Europawahl sollen Fakten geschaffen werden, so dass also ich auch heute auch im Ausschuss gesagt habe, unter Ausschluss der Öffentlichkeit ziehen wir das jetzt schnell durch, so dass wir auch keine öffentliche Debatte hinbekommen.
Und dann wird das Ding festgemacht. Dann haben wir danach eigentlich nur noch die Wahl, vielleicht zu klagen. Aber deshalb muss das kann man vorher nicht, sondern muss der Entwurf erst durch sein, damit dann kann man vielleicht klagen. Da wird Herr Dr. Buchholz bestimmt was zu sagen. Ich freue mich, dass wir heute wirklich so viele Experten haben, die alle aus ihren Bereichen dazu beitragen können, die Debatte in vielen Bereichen auch wirklich mit Inhalt zu füllen. Es ist eine schwierige Situation, ich sage es ganz klar. Im Agrarausschuss ist die grüne Fraktion und die Linke sind die einzigen, die dem Entwurf kritisch gegenüberstehen. Im Umweltausschuss sieht es zum Glück ein bisschen anders aus. Da ist halt auch die S&D-Fraktion eher kritisch und auch Teile der Renew, also der Liberalen. Das wird da wahrscheinlich auch durchaus möglich sein, die ja vielleicht doch noch Kompromisse zu machen, die in eine bessere Richtung gehen. Damit möchte ich es erstmal belassen, weil es gibt viele Details, aber dafür haben wir heute auch wirklich alle Fachleute, die dazu was sagen können. Auch der Biosektor, der ja Hauptbetroffener ist, wird das dazu sagen. Und ich freue mich auf eine interessante Debatte. Und Karl, ich gebe jetzt wieder an dich als Moderator. Danke, Martin, für die Einführung. Und das ist jetzt, wie du sagst, ein echt drängendes Thema, an dem wir da arbeiten. Wir haben auch heute über 160 Menschen, die sich zu diesem Webinar angemeldet haben. Wir können uns nicht gegenseitig sehen, auch wegen der Größe des Seminars. Und jetzt stelle ich unsere Gäste vor, die jetzt jeweils von mir 10 Minuten Zeitslots bekommen, um bestimmte Fragen zu beantworten. Und da haben wir zuerst Dr. Margret Engelhardt aus dem Bundesamt für Naturschutz, BfN, die uns etwas sagen wird zum Thema Vorsorgeprinzip. Dann Michaela Schröder vom Bundesverband der Verbraucherzentralen, die uns zum Thema Verbraucherschutz und Kennzeichnung etwas sagen wird. Annemarie Volling von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die uns zum Auswirkungen auf die bäuerliche Landwirtschaft und den gentechnikfreien Sektor berichten wird. Der Tina Andres, die Vorsitzende vom Bund der ökologischen Lebensmittelwirtschaft, die aus der Sicht der ökologischen Lebensmittelwirtschaft, also dem Biosektor, sprechen wird. Und Johann Meierhöfer vom Deutschen Bauernverband leitet dort das Fachgebiet Pflanzenbau und Energie, der uns nochmal in das Thema Patentierung von Saatgut, das den Bauernverband, aber auch uns auf Bundesebene her viel beschäftigt, einen Einblick geben wird. Am Schluss dann aus der juristischen Sicht Dr. Georg Buchholz aus der Kanzlei GGSC, schon im Hintergrund zu sehen, der im Auftrag der Bundestagsfraktion der Grünen ein Rechtsgutachten gemacht hat und sich die rechtliche Begründung des Kommissionsvorschlags angeschaut hat. Also wir haben einen engen Zeitplan. Deswegen bitte ich alle Referenten und Referentinnen, dass sie sich an ihren Zeitvorgaben halten, damit wir am Ende dann nochmal mindestens eine halbe Stunde Zeit haben für eine Diskussion mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und ich sehe auch schon die ersten Meldungen im Frage- und Antwort-Chat. Ich übergebe also als erstes an Frau Dr. Engelhardt. Margret, hallo, danke fürs Kommen. Wir haben ja als Grüne eine Position zum Thema Gentechnik in unserem Grundsatzprogramm. Und ein Punkt dabei ist, dass uns wichtig ist, dass das Vorsorgeprinzip angewendet wird und wir bei neuen Technologien weitgehend ausschließen können, dass sie Gefahren für die Menschen und Umwelt darstellen oder realisieren. Und meine Frage an dich, und du hast ganze 10 Minuten, das zu beantworten, ist, inwieweit der Kommissionsvorschlag, der uns jetzt schon eine ganze Zeit lang vorliegt, eigentlich diese Voraussetzung erfüllt. Ja, So. vielen Dank für die Einladung. Ihr wolltet noch die Folien hochladen, aber ich kann ja schon einmal beginnen. Sieht man die Folien Wir auch? sind ja im Bundesamt für Naturschutz sozusagen, haben wir, wie der Name sagt, den Blick auf den Naturschutz und sind da auch Vollzugsbehörde in der Gentechnik. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, da auch die Bildschirmpräsentation zu aktivieren. Zumindest sehe ich jetzt alle Folien. Ja, warum
Wir haben sozusagen im Vollzug ja die Perspektive, dass wir darauf schauen, ob die Anwendungen ein Risiko für Mensch und Umwelt haben. Und nächste Folie bitte. Warum ist denn das jetzt überhaupt ein Thema oder warum beschäftigen wir uns überhaupt damit? Und das liegt daran, ich weiß nicht, ich kann nicht die nächsten Folien sehen. Ich weiß nicht, wie das den anderen geht. Diejenigen, die die Folien weitermachen, ja, ich sonst mache ich es, ja, wunderbar, perfekt. Was wir im Moment erleben, ist, dass die Biotechnologie wirklich Transitionen durchmacht, durch die Digitalisierung, dadurch, dass wir schneller die Sequenzen, also die DNA, die Gene lesen können und auch herstellen können, die Automatisierung und aber auch ein Schneideinstrument, das ist ein Molekül, das nennt sich CRISPR-Cas, nächste Folie. Und mit diesem CRISPR-Cas kann man nun neue Gene einführen. Man kann aber auch nur, man kann sozusagen viel machen mit dem CRISPR-Cas. Man kann viele Gene einführen, man kann einzelne Gene mutieren und verändern und dadurch hemmen oder nicht hemmen. Das heißt, ich habe Instrumente in der Hand, wo ich Pflanzen wirklich umgestalten kann. Und jetzt die übernächste Folie. Wenn das nicht klappt, dann mache ich es ohne Folien. Jetzt gibt es da den Vorschlag der Kommission, die eine bestimmte Latte an Pflanzen nicht mehr regulieren will oder auch nur noch teilweise regulieren will. Und das sind sogenannte NGT1 und 2 Pflanzen. Wir haben das schon gehört. Und die zentrale Frage, die wir uns natürlich stellen, ist, haben diese Pflanzen denn jetzt ein Risiko oder nicht? Also uns interessiert nicht, ob sie ähnlich sind zur Zucht oder nicht, sondern ob sie ein Risiko haben. Wir haben uns deshalb mal angeschaut, ja, jetzt sind wir schon bei der übernächsten Folie. Wir haben uns deshalb mal angeschaut, welche Pflanzen in der Pipeline nun in diese Kategorie 1 fallen sollen, die eigentlich quasi überhaupt keine Risikobewertung mehr hat, und welche Pflanzen in die Kategorie 2 fallen sollen, wo nur ein bisschen Risikobewertung ist. Und haben festgestellt, dass die Pflanzen, die im Moment in der Pipeline sind, zu 94% in die Kategorie 1 fallen, wo wir keine Risikobewertung mehr machen werden und auch keine Kennzeichnung mehr haben werden, auch kein Monitoring mehr haben werden. Das heißt, das ist jetzt auch die richtige Folie, vielen Dank. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Kommissionsvorschlag, der quasi fast alle Anwendungen dereguliert und wir werden keine Risikobewertung mehr haben. Und nur noch bei diesem kleinen grünen Kuchenstück, da werden wir dann noch eine eingeschränkte Risikobewertung haben. Nun ist die Frage, nächste Folie, haben denn diese Pflanzen, die ich jetzt nun mit diesen neuen Instrumenten durchaus an vielen Stellen verändern kann, überhaupt ein Risiko oder nicht? Also ist es vielleicht auch berechtigt, dass man diese Pflanzen dereguliert? Und die Beispiele, die wir aber sehen, in der Pipeline, sind einerseits sehr, sehr viele Pflanzen und über die ganzen Reiche hinweg. Also es ist Soja, es ist Mais, aber es ist auch Erbse und Senf und Salat und Petunie sind also wesentlich mehr Organismengruppen, die nun jetzt auch gentechnisch verändert werden. Und es sind aber auch Beispiele, die wirklich Risiken mit sich bringen kann. Zum Beispiel können sie invasiver werden, wenn ich trockentolerante Pflanzen habe. Ein Beispiel ist ein trockentoleranter Strauchtabak. Wenn ich den trockentolerant mache, kann der natürlich auch, und das ist in dem Fall auch die gewünschte Eigenschaft, aber er kann natürlich auch invasiv werden. Oder es wird an Pflanzen geforscht, das kennen wir auch aus der alten Gentechnik, die herbizidresistent sind. Das heißt, ich kann da mit einem Breitbandherbizid draufgehen. Und das hat natürlich auch massive ökologische Auswirkungen, zum Beispiel über die Ackerbaukräuter. Letztes Beispiel haben wir auch schon mal gehört. Die Gaba-Tomate ist eine Tomate, die neuronal wirksam ist, also blutdrucksenkend. Und da interessiert uns natürlich als Vollzugsbehörde auch die Dosis, also wenn ich ein medizinisch wirksame Tomate esse, möchte ich natürlich als Verbraucher
auch wissen, ob das vielleicht Nebenwirkungen hat. Das stärkste Beispiel, und vielleicht schaffen wir da auch noch die Folie, aber wenn nicht, dann erkläre ich es einfach so. Das sind sogenannte RNAi-Anwendungen. Das sind Anwendungen, wo ich in der Pflanze an zwei Stellen bis zu 20 Basenpaare verändern kann. Und die bilden kleine RNAi-Stückchen, die bei Schadinsekten dann bei denen Gene stilllegen können und deshalb toxisch wirken können. Das ist hier das linke Bild. Das heißt, ich habe eine Pflanze, die ein kleines Stückchen RNA bildet, und wenn ein Schadinsekt das frisst, dann legt das bei denen ein Gen still und dann ist das tödlich. Es kann aber natürlich auch, und sowas würden wir in einem normalen Gentechnikvollzug natürlich untersuchen, auch Nicht-Zielorganismen, also zum Beispiel geschützte Arten schädigen. Nächste Folie. Wir hatten auch, oder einer der wesentlichen Begründungen der Kommission, hier auch eine Deregulierung herzuführen, ist, dass man sozusagen diese Pflanzenentwicklung fördern will, indem man sie weniger reguliert und deshalb auch Anreize schafft, weil man die Hoffnung hat, dass das ein Game Changer ist, bei der Begegnung von Herausforderungen, zum Beispiel in der Landwirtschaft in Bezug auf den Klimawandel. Man muss aber gleichzeitig sehen, dass gesagt wird, ich verändere eigentlich nur sehr wenig an den Pflanzen und deshalb gibt es keine Risiken, was wir ja nicht so sehen. Und aus unserer Sicht müsste eigentlich die zentrale Frage sein, passt das Mittel zum Zweck? Wenn ich eine klimaresiliente Pflanze haben will, muss die eigentlich ziemlich viel können. Die hat nämlich komplexe Herausforderungen. Sie muss Wetterextremen begegnen können, Trockenheiten, Überschwemmungen und Sturm. Und das schaffe ich nicht mit einer Punktmutation. Dafür muss ich eine Pflanze ganz wesentlich ändern. Und aus unserer Sicht ist da auch eher, muss man an der landwirtschaftlichen Praxis arbeiten, zum Stichwort Humusaufbau. Also man wird diese Pflanzen nicht resilienter machen. Nächste Folie, da komme ich auch schon zur Zusammenfassung. Wir haben herausgefunden, dass fast sämtliche Pflanzen, die aktuell in der Pipeline sind, völlig dereguliert werden sollen. Es wird also keine Risikobewertung da mehr geben, obwohl wir wirklich sehr viele Beispiele haben, wo wir ein Risiko prognostizieren. Und wenn man ein Risiko prognostiziert, greift das Vorsorgeprinzip. Das wird uns Herr Buchholz auch noch später erklären. Landwirtschaftliche Produkte sind nur sicher, wenn ich auch wirklich eine Risikobewertung durchführe. Für einen Umbau in der Landwirtschaft brauchen wir andere Instrumente. Und letztlich ist aus unserer Sicht eine Regulierung und Genfreiheit auch eine Chance, denn wenn ich mir nicht die Risiken angucke, dann ist auch eine Technologie, die sozusagen dann zu Schaden führt, eine Technologie, die auch gar nicht sozusagen auch ihre Chancen nutzen kann, die es vielleicht an irgendeiner Stelle hat. Ja, damit möchte ich schließen. Wir haben auf unserer Homepage 14 Fragen und Antworten zu dem ganzen Themenbereich, und den Link stelle ich gleich auch nochmal in den Chat. Vielen Dank. Danke, Margaret. Ich gehe jetzt einfach sehr schnell weiter zum nächsten Vortrag, damit wir eine gute Zeit haben, um am Ende diskutieren können. Und der nächste Punkt kommt von Michaela Schröder, die bei der Verbraucherzentrale Bundesverband den Geschäftsbereich Verbraucherpolitik leitet. Und meine Frage an Sie ist logischerweise eine, die mit Verbraucherschutz zu tun hat. Wir haben ja wiederum mit dem Bezug auf unser grünes Grundsatzprogramm auch festgeschrieben, dass wir eine verbindliche und transparente Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Produkten wollen, um die Wahlfreiheit der VerbraucherInnen zu schützen. Und meine Frage an Sie wäre jetzt mit Blick auf das, was wir wissen aus dem Kommissionsvorschlag, ist diese Vorgabe erfüllt?
Ja, vielen Dank für die Einladung auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich die Perspektive der Verbraucherinnen und Verbraucher hier reinbringen darf in die Diskussion. Das ist, glaube ich, gar kein Geheimnis. Verbraucherinnen sind sehr skeptisch gegenüber der neuen und der alten Gentechnik. Jede Befragung, die wir gemacht haben, die viele andere gemacht haben, zeigt, die aktuelle Befragung zum Beispiel von Foodwatch, 92% der Befragten sind für Kennzeichnung bei neuer Gentechnik. 96% fordern, dass immer auch die Risiken untersucht werden, wenn pflanzliche Produkte mit neuen Verfahren gentechnisch verändert wurden. Also ähnliche Befragung beispielsweise vom Umweltinstitut 2021. Auch da 84% für die Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel, 83% für die Risikobewertung. Und wenn wir alle diese Umfragen zusammennehmen, sind wir immer mindestens bei über 80%, die sich für die Kennzeichnung und für die Risikobewertung einsetzen. Dazu kommt, wenn man tiefer mal einsteigt und wir in so Fokusgruppenbefragungen gehen, dann sehen wir, dass die Skepsis der Verbraucherinnen und Verbraucher auch nicht nur auf so vermeintliche Unwissenheit zurückzuführen ist, also dass sie nur nicht wissen, was das eigentlich bedeutet, sondern dass sie tatsächlich skeptisch sind. Das zeigt sich nämlich auch nicht nur bei der Gentechnik, sondern das haben wir grundsätzlich im Bereich der Lebensmittel, dass Verbraucherinnen und Verbraucher wissen wollen, was sozusagen drin ist. Diese Skepsis zeigt sich dann auch im Konsumverhalten. Also wenn man sich beispielsweise mal anschaut, den Umsatz ohne Gentechnikprodukte im Jahr 2022 ist um 21% auf 16 Milliarden Euro gestiegen. In den USA sehen wir, dass sich immer mehr verschiedene GMO-Free-Label am Markt etablieren. Das ist auch eine richtige Nachfrage eben nach gentechnikfreien Produkten, dass es die gibt. Und das ist gerade einfach insofern auch zu erklären, dass gerade Ernährung, und das sehen wir auch in vielen anderen Diskussionen, die wir sozusagen dazu führen, das ist eben für alle, für viele Verbraucherinnen ein ganz sensibles Thema. Das hat auch immer was mit kulturellen und sozialen Normen zu tun, mit Traditionen und mit Werten. Und gerade so da neue Produkte setzen sich auch schwer am Markt durch. Deswegen ist den Verbraucherinnen diese Wahlfreiheit so wichtig. Sie wollen sozusagen selber entscheiden, welche Produkte sie konsumieren. Und das ist das, was wir sozusagen jetzt in dem Kommissionsvorschlag nicht mehr gegeben haben. Was uns davor, aber bevor ich noch mal weiter auf die Kennzeichnung komme, uns große Sorgen macht und das, was wir heute ja hier auch noch weiter besprechen werden, ist, dass das Vorsorgeprinzip ist ein Grundpfeiler ja des Verbraucherrechts. Also wir haben das ja auch in ganz vielen anderen Bereichen, nicht nur im Bereich der Gentechnik. Und es zählt sozusagen mit dem Verursacherprinzip zu den Grundprinzipien des Umweltrechts. Und es kommt eben immer dort zum Einsatz, wo das Schutzniveau für Mensch, Tier und Umwelt beeinträchtigt werden könnte. Und gerade im Bereich nochmal des Lebensmittelrechts haben wir das durch das Prinzip der Rückverfolgbarkeit konkretisiert. Und gerade dieses Prinzip der Rückverfolgbarkeit hat sich seit der BSE-Krise bewährt und stellt eben sicher, dass die sichere Erzeugung und Verarbeitung von unseren Lebensmitteln. Und gerade jetzt mit diesem Vorschlag der Kommission sind Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit und Risikobewertung werden eben in Frage gestellt. Das war absehbar, wenn man sich die Diskussion der letzten Jahre anschaut, wir immer stärker in diesem Spannungsfeld zwischen Vorsorgeprinzip und Innovationsprinzip. Das ist sozusagen das, was immer stark von der Industrie forciert wurde. Und die Gefahr, die wir nicht nur für diesen Vorschlag sehen, ist insgesamt sozusagen, dass man auch jetzt einen Präzedenzfall schafft, das Vorsorgeprinzip dann auch in anderen Bereichen aufzuweichen. Und das würde natürlich den gesundheitlichen Verbraucherschutz auch insgesamt gefährden und zu einem starken Vertrauensverlust führen. Und das ist sozusagen auch der Kern. Verbraucherinnen und Verbraucher können ja nicht in die Produkte gucken. Sie verlassen sich also darauf, dass sie sozusagen sicher sind und dass sie wissen, was drin ist. Und wenn diese Produkte nicht gekennzeichnet werden, wenn sie eben mit neuen gentechnisch veränderten Verfahren sozusagen hergestellt wurden, dann führt das am Ende zu einem starken Vertrauensverlust bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Sie haben
könnten ja das Gefühl bekommen, man wolle ihnen hier auch irgendetwas unterschieben. Weil wenn wir uns dann wieder zurück die Zahlen anschauen, wie viele Verbraucherinnen und Verbraucher diese Kennzeichnung fordern und grundsätzlich skeptisch gegenüber neuen gentechnisch veränderten Verfahren sind, dann wundert man sich schon über diese Regulierung, weil sie entgegen aller Wünsche der Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher ist. Deswegen setzen wir uns als VZBV ganz stark für die Kennzeichnung der Produkte ein. Das muss erhalten bleiben. Das aktuelle Gentechnikrecht ist aus unserer Sicht ein gutes Recht. Es hat sich bewährt. Und das sollte eben auch genauso auf die neuen gentechnisch veränderten Verfahren angewandt werden. Das heißt, wir setzen uns für die Kennzeichnung sowohl Kategorie 1 und 2 ein. Wir setzen uns dafür ein, dass es eine Risikobewertung vor der Marktzulassung gibt, und zwar mit in Bezug auf die beabsichtigten und auch auf unbeabsichtigte Effekte. Wir setzen uns weiterhin noch für eine Technikfolgenabschätzung ein und eben für das Prinzip der Rückverfolgbarkeit. All das zusammen wird am Ende dazu führen, dass die Verbraucher den Produkten vertrauen und dass sie dann sozusagen guten Gewissens konsumieren können. Andernfalls sehen wir tatsächlich ein ganz, ganz großes Risiko, dass das hier insgesamt zu einem Vertrauensverlust führt und dass wir auch sehen, dass sozusagen der Vertrauensverlust nicht nur in bestimmte Produkte, sondern auch beispielsweise in die Arbeit und die Werte der Europäischen Union. Vielen Dank. Danke für die Einführung aus Verbrauchersicht. Und jetzt wechseln wir in eine andere Sicht wiederum und kommen zu einer bäuerlichen Sicht. Dazu gebe ich als nächstes Annemarie Volling das Wort, die als Gentechnik-Expertin, wir haben schon öfters zu tun gehabt miteinander, bei der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft arbeitet. Und die Frage an dich ist: Wir wollen erhalten die Wahlfreiheit nicht nur für die Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch für die Seite der Landwirtinnen und Landwirte, gentechnikfreie Landwirtschaft zu betreiben, ökologische Landwirtschaft zu betreiben. Und da stellt sich jetzt die Frage, welche Auswirkungen der Kommissionsvorschlag hätte auf die Wahlfreiheit der Landwirtinnen und Landwirte und wie auch die Regulierungspläne, die wir da sehen, die Zukunftschancen landwirtschaftlicher Betriebe beeinflusst. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung und dafür, dass dieses Thema hier in diesem Rahmen gesetzt wird, und auch danke an alle, die online zuhören. Die ABL ist eine bäuerliche Interessensvertretung. Wir vertreten kleine und mittlere Betriebe, die sowohl konventionell als auch ökologisch wirtschaften. Und wir setzen uns ein für viele agrarpolitische Themen und mein Schwerpunkt ist eben Gentechnik, Saatgut und Patente. Zu der Frage, die Deregulierungspläne der EU-Kommission betreffen die gesamte Lebensmittelerzeugungskette von der Züchtung bis zum Saatgut bzw. bis zu den Verbraucherinnen. Es ist keine Größenfrage und es ist keine Frage, ob bio oder konventionell. Und wir bzw. gerade die Politik muss auch alle Bäuerinnen und alle Lebensmittelerzeugerinnen im Blick haben. So fordert zum Beispiel der Lebensmittelhändler Rewe Rechtssicherheit und Transparenz, Rückverfolgbarkeit, Vorsorge und Kennzeichnung für alle neuen Gentechniken entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Genauso wie das Bäckerhandwerk, wie der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter und wie der Verband Lebensmittel ohne Gentechnik. Es muss darum gehen, sie alle in ihrer Forderung nach Regulierung der neuen Gentechnikverfahren zu vertreten. Die Diskussion um die Abschaffung des Gentechnikrechts kommt zu einem sehr schwierigen Zeitpunkt, wie wir alle wissen. Es gibt große Krisen und Herausforderungen in der Welt und es besteht die große Gefahr, dass der Vorschlag so nebenbei verhandelt wird. Und es besteht auch ein großer Druck, das hat Martin Häusling gerade schon gesagt, sowohl von der spanischen Ratspräsidentschaft, aber auch vom Europaparlament, das Ganze hier möglichst schnell durchzuziehen. Warum? Weil sie verhindern wollen, dass das Wahlkampfthema wird. Dabei geht es hier um sehr grundlegende Fragen, nämlich wie heute und in Zukunft Lebensmittel erzeugt werden und auch um unsere Ernährungssouveränität.
Und für solche wichtigen und gesellschaftlichen Fragen braucht es Zeit und Raum, auch gerade in der Öffentlichkeit. Ein kurzer Blick in die Lage der Landwirtschaft, egal ob konventionell oder bio, die Höfe haben große Herausforderungen, sei es der Klimawandel, besser die Klimakrise, die in den letzten Jahren auch massiv hier in Europa ankommt und jedes Jahr zu einer Herausforderung macht, oder der enorme Strukturbruch in der Landwirtschaft. Immer mehr Betriebe geben auf, Ackerland wird zur Luxusware und es fehlen die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um den nötigen Umbau in der Landwirtschaft hin zu artgerechter und klimaschonender Landwirtschaft tatsächlich angehen zu können. Immer mehr Höfe brechen weg, dabei brauchen wir möglichst viele und vielfältige Betriebe in der Landwirtschaft, in der Züchtung, im Lebensmittelhandwerk, um die ganzen Herausforderungen auch stemmen zu können. Und deshalb lautet das Motto der AWL: viele Höfe. Die Antwort der Gentechnikkonzerne und Befürworter sind einfach, beziehungsweise die Heilsversprechen groß. Wir haben es schon gehört. Schnell sollen klimaresistente Pflanzen durch neue Gentechnikverfahren entstehen. Der Pestizideinsatz soll durch sie runtergeschraubt werden. Aber selbst das Hungerargument wird aus der Mottenkiste geholt. Bisher ist nichts davon auf dem Markt und auch nicht in der Pipeline, was diesen Versprechen in irgendeiner Form nahe kommt. Zu den klimaanpassungsfähigen Pflanzen. Die Folgen der Klimakrise sind extrem, aber auch die Anpassungsreaktionen von Pflanzen sind hochkomplex, je nach Wachstumsphase sehr unterschiedlich. Und Trockentoleranz, das ist nicht nur eine genetische Eigenschaft auf einem Gen, sondern hochkomplex, ein Zusammenspiel vieler Eigenschaften und Regelungsmechanismen in den Pflanzen. Und aktuell wird bei der neuen Gentechnik auf diesem Gebiet gerade mal Grundlagenforschung betrieben. Das heißt, es wird untersucht, welche Einflüsse verschiedene Stressfaktoren auf die einzelnen Gene haben. Das ist weit weg von einer Sortenentwicklung. Was wir zur Klimaanpassung brauchen, das sind vielfältige und wahrscheinlich auch andere Kulturen und andere Anbausysteme. Wir brauchen Sortenvielfalt, Vielfalt in den Sorten und vielfältige Höfe, also widerstandsfähige Systeme. Und die konventionelle und ökologische Züchtung hat hier gute Ansätze und genau hier rein sollten auch die Forschungsmilliarden transferiert werden. Auch zur Pestizidreduktion oder zur Hungerbekämpfung hat die Gentechnik nichts beigetragen. Der Pestizidverbrauch ist dort, wo die alte Gentechnik angewendet wird, massiv nach oben gegangen, weil sogenannte Unkräuter oder Schädlinge sich angepasst haben und Resistenzen entwickeln. Und die Hungerbekämpfung, ich sage es, obwohl wir jetzt alle wissen, muss strukturell angegangen werden. Die Menschen vor Ort brauchen freien Zugang zu Land, zu sauberem Wasser, zu Bildung, landwirtschaftlichem Know-how und zu Saatgut, was regional anpassbar ist und nachbaufähig, ohne Gentechnik und ohne Patente. Von diesen rein hypothetischen Industrieversprechen sollten wir uns also nicht täuschen lassen. Und schon gar nicht dürfen sie der Grund sein für eine Deregulierung der Risikotechnologie Gentechnik. Europa hat bei der alten Gentechnik gut daran getan, erst einmal abzuwarten, ob die Gentechnikhersteller ihre Versprechen überhaupt einhalten können und welche Folgeprobleme durch Gentechnik auftauchen. Anfang der 2000er Jahre hat Europa ein Gentechnikgesetz erlassen, das Gentechnikorganismen reguliert, nicht verbietet, wie es gerne von interessierter Seite behauptet wird, sondern Forschung und Anbau sind erlaubt, aber eben unter gewissen Regeln. Und genau diese will der Gesetzesvorschlag jetzt abschaffen. Dabei schaffen diese Regeln Rechtssicherheit für beide Seiten und sie haben es europäischen Bäuerinnen ermöglicht, sich einen großen Marktvorteil aufzubauen. Wir können gentechnikfrei erzeugen, das, was nach wie vor ein Großteil der Verbraucherinnen will. Keine Gentechnik auf dem Teller. 100% des konventionellen Getreides, Gemüses und Obstes wird gentechnikfrei angebaut. Im Ökolandbau, wir haben es gehört, ist der Einsatz von Gentechnik verboten. Und bei tierischen Produkten, also Milch, Eier und Fleisch, wächst der Markt an Produkten, die ohne Gentechnik Futtermittel erzeugen. 80% der in Deutschland erfassten Milch, der Eier und des Geflügelfleisches werden aktuell ohne Gentechnik erzeugt. Diese konventionellen und ökologischen Qualitätsmärkte gilt es zu schützen und zu sichern und auszubauen,
statt unsere Wettbewerbsvorteile leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Was würde dieser Gesetzesvorschlag für die Praxis bedeuten? Käme der Vorschlag im Rat und Parlament so durch, dann würden zukünftig fast alle neue Gentechnikpflanzen ungeprüft, intransparent und unkontrollierbar in unser Saatgut, unsere Lebensmittelerzeugungskette und Umwelt gelangen. Das wäre das Aus der gentechnikfreien, konventionellen und ökologischen Lebensmittelerzeugung und damit unser aller Wahlfreiheit. Das ist inakzeptabel. Die NGT1-Pflanzen sollen komplett dereguliert werden. Für Bäuerinnen und die Lebensmittelerzeugungskette heißt das, wir hätten keine Möglichkeit mehr, uns vor Kontaminationen zu schützen. Es gäbe keine Kennzeichnungspflicht mehr. Lediglich am Saatgut, da soll stehen CAT 1 NGT. CAT 1 NGT, das versteht niemand und das ist irreführend, statt einer klaren Kennzeichnung als Gentechnik. Und Gentechnikhersteller sollen nicht mehr verpflichtet werden, Nachweisverfahren zur Verfügung zu stellen, obwohl dies die Grundvoraussetzung ist für eine Rückverfolgbarkeit. Und damit wäre auch eine Rückholbarkeit, beispielsweise wenn es doch Risiken für die menschliche oder tierische Gesundheit oder Umwelt gibt, komplett unmöglich. Wir würden alle unsere Kontrollmöglichkeiten aufgeben. Auch die Transparenz über den Ort, wo angebaut oder freigesetzt werden soll, das sogenannte Standortregister, soll abgeschafft werden. Wir wüssten nicht mehr, was in unserer Nachbarschaft passiert. Das wird Misstrauen schüren unter den Bäuerinnen und Bauern. Jegliche gemeinsame Maschinennutzung wird zum Risikofaktor, genauso wie Bienen, Insekten und der Wind. Auch in der weiteren Verarbeitungskette beim Transport und Lagerung gibt es erhebliche Verunreinigungsmöglichkeiten. Die gentechnikfreie Saatgutzüchtung und Vermehrung wäre erheblich bedroht. Züchtung ist angewiesen auf den Austausch von Sorten, um damit weiterzuarbeiten. Dieser notwendige Austausch von Sorten aber wird zum Risikofaktor. Und wollen Züchterinnen das vermeiden, dann werden sie vom Züchtungsfortschritt abgeschnitten. Und auch die in Deutschland geltenden Haftungsregelungen, die verschuldensunabhängige und gesamtschuldnerische Haftung, soll abgeschafft werden. Damit würden alle Kosten, aber auch alle Risiken einseitig dem gentechnikfreien Sektor aufgebürdet. Das ist unfair und widerspricht dem Verursacherprinzip. Ein letzter Punkt, die Patente. Die vorgeschlagene Deregulierung der neuen Gentechnik würde zu einer massiven Patentierungswelle führen, mit erheblichen Folgen für kleine und mittlere Züchterinnen und für uns Bäuerinnen. Denn Patente behindern den freien Zugang zu genetischen Ressourcen, also Pflanzenmaterial und Sorten. Das aber ist die Grundlage jeglicher weiteren Züchtung. Und schon jetzt gibt es für kleine und mittlere Züchter große Rechtsunsicherheiten und das Risiko von Patenten bedroht zu sein, ist enorm hoch. Patentstreitigkeiten sind immens teuer. Das können sich kleine und mittlere Züchter nicht leisten. Eine Deregulierung von neuen Gentechniken würde dieses Problem massiv verstärken. Auch deshalb ist der Gesetzesvorschlag abzulehnen. Fazit: Aus bäuerlicher Sicht lehnen wir die Deregulierung von neuen Gentechniken ab. Stattdessen müssen sie entsprechend des bestehenden Gentechnikrechts weiter strikt reguliert bleiben. Nur so kann das Recht auf gentechnikfreie Erzeugung und damit die Wahlfreiheit von uns allen gesichert werden. Hoffnung gibt mir, dass wir es schon einmal geschafft haben, Goliath in dieser Gentechnikfrage zu besiegen. Und ich zähle auf die kritische Zivilgesellschaft. Vielen Dank. Danke, Annemarie. Wir bleiben jetzt grob auf der bäuerlichen Schiene. Tina, du vertrittst nicht nur Landwirtinnen und Landwirte, sondern auch den nachgelagerten Bereich. Kommst du selber eher aus dem Verkauf als Unternehmerin? Die Frage an dich als Vorsitzende vom Bund der ökologischen Lebensmittelwirtschaft ist, ob du uns sagen kannst, welche Auswirkungen der Vorschlag der Kommission auf den Ökolandbau haben wird, vor dem Hintergrund auch, dass es ein Ziel nicht nur der Bundesregierung, sondern auch der EU-Kommission und vieler Landesregierungen, zum Teil auch durch Volksabstimmungen bestimmt ist, also mit einer großen Unterstützung, den Ökolandbau auszubauen.
Ja, vielen Dank, lieber Karl, für die Frage und vielen Dank, dass ich auch hier sein darf. Vielen Dank an alle VorrednerInnen. Es bleibt fast nicht mehr furchtbar viel zu sagen, denn vieles haben wir gehört. Wir haben gehört, wie sehr das Vorsorgeprinzip mit Füßen getreten wird, wie sehr Risikobewertung in den Hintergrund tritt und das vor der allgegenwärtigen Ablehnung von Verbrauchern nicht gekennzeichneter Produkte. Es wirkt absurd, auch gerade im Lichte der Forderung nach 30% Bio in Deutschland, 25% ökologischer Landbau in Europa nach dem Green Deal. All das wird konterkariert, wenn diese Deregulierung so durchgepeitscht wird, wie es jetzt gerade aussieht. Und das leider, muss man sagen, auch ohne große Möglichkeiten, in diesem Tempo, wie du es vorhin auch gesagt hast, Martin, ganz richtig, eine Öffentlichkeit zu mobilisieren, die wir gehört haben. Vielen Dank, Frau Schröder, für den Hinweis. Sie sind nicht nur skeptisch aus Unwissenheit, sondern Sie sind skeptisch, weil Sie auch schon vieles erlebt haben in der Lebensmittelwirtschaft. Und wenn wir bedenken, dass wir jedes Medikament, jedes Medikament in der Humanmedizin, in der Tiermedizin einer Risikovorsorgeuntersuchung unterwerfen müssen, dass wir jedes Mittel, was auch in der ökologischen Landwirtschaft, Land- und Lebensmittelwirtschaft eingesetzt wird, einer Risikoprüfung unterziehen müssen und eine vollkommen neue Technologie, deren Auswirkungen, wie wir vorhin gehört haben, keiner bisher richtig einschätzen kann, wenn einmal ausgesetzt in ein komplexes Ökosystem, frei von all diesen Regulierungen und Vorsorgeprinzipien einfach den Markt gestalten soll und Land- und Lebensmittelwirtschaft der Zukunft maßgeblich gestalten wird, wenn es so kommt, wie die Kommission, wie der Deregulierungsvorschlag es gerade vorsieht, dann ist das eine Farce. Und vor allem konterkariert es eben auch den Wandel und die Transformation der Ernährungssysteme, wie wir sie brauchen, um dem Artensterben und dem Klimawandel entgegenzustehen. Also alle derzeitigen Aussagen der Gentechnik-Anhänger gehen in eine Richtung. Das gegenwärtige konventionelle System von Lebensmittelproduktion und Konsum soll verbessert und damit fortgesetzt werden durch neue Gentechniken. Und es ist ein Trugschluss, dass wir das so erreichen werden. Es lenkt von den dringenden, notwendigen, grundlegenden Veränderungen ab, die wir tatsächlich in Lebensmittelverarbeitung und Konsum brauchen, um der Klimakrise und dem Artensterben zu begegnen. Und ganz nebenbei verursachen ja auch genau diese Lebensmittelwirtschaft zurzeit riesige ökologische Folgeschäden. Das ist bezifferbar, benennbar, 90 Milliarden Euro alleine in Deutschland. Und weltweit wissen wir, dass die Lebensmittel- und Nahrungsmittelindustrie bis zu 40% zum Klimafußabdruck und in weit höherem Maße auch zum Artensterben beiträgt. Also wir brauchen einen Systemwechsel und keine Zementierung des Status quo. Wir brauchen Vielfalt auf Teller und Acker und insgesamt viel, viel nachhaltigere Anbausysteme. Gentechnik allerdings, und das haben wir auch schon gehört, ist genau das Gegenteil. So wird tatsächlich mittelfristig die Grundlage unserer Lebensmittelindustrie oder Lebensmittelproduktion weiter zerstört. Und das können wir tatsächlich vor allem mit Diversifizierung, mit ökologischen Ernährungssystemen ausgleichen. Um einmal ein Beispiel zu nennen, statt eines sturmfesten CRISPR, Kurzhalmmaises, braucht es mehr Bäume und Hecken, diversifizierte Landschaft. Denn Mais hält zwar den Windstand, aber der Boden wird trotzdem weggeweht. Und das ist einfach ein absurdes System, das dort zementiert wird. Was den Biobauernhöfen das Leben noch schwerer machen würde, wenn die Kommission mit ihrer Initiative durchkommt, sind vor allem folgende Punkte. Fehlende Transparenz. Ein Biobauer würde nur wissen, ob das genutzte Saatgut gentechnikfrei ist. Was meine konventionellen Nachbarn oder was konventionelle Nachbarn beispielsweise aussehen, wüsste keiner mehr und man könnte sich auch dadurch nicht mehr abgrenzen. Es wäre nicht mehr transparent, ob ein Lohnunternehmer mir auch vielleicht unfreiwillig als Ökobäuerin kontaminiertes Saatgut über seinen Mähdrescher mit auf den Hof bringt, denn also wäre ja niemand mehr verpflichtet, ihm zu sagen, ob NGT-Saatgut verwendet worden ist oder nicht. Ob irgendwelche NGT-Konstrukte meine eigenen Bioflächen negativ beeinflussen können, würde mir auch niemand mehr sagen können, weil ja keine Risikobewertung mehr stattfinden würde. Und wenn ich zum Beispiel Stallmist von konventionellen Nachbarn nutzen würde,
wüsste ich ebenfalls nicht mehr, ob NGTs drin sein könnten. All das ist nicht mehr transparent, also Kontamination würde einfach stattfinden. Nachweisverfahren soll es ja auch nicht mehr geben, nicht mehr verpflichtend. Das heißt, ich hätte auch keine Möglichkeit mehr, meine Rohstoffe oder Erzeugnisse wenigstens stichprobenartig auf mögliche Verunreinigungen zu überprüfen. Insgesamt wäre also die ökologische Landwirtschaft immer mehr in der Verpflichtung, sich noch mehr Gedanken, mehr Aufwand zu betreiben, um noch einigermaßen gentechnikfrei ökologisch wirtschaften zu können. Und warum? Denn es ist absurd, und auch das hat Annemarie Volling ja schon gesagt, es ist eigentlich müsste nach dem Verursacherprinzip der Aufwand bei den Gentechnikanwendern liegen und nicht bei denen, die versuchen, gentechnikfrei zu arbeiten. Regelungen des Vorschlags, die ökologische Lieferkette weiterhin ökonomisch benachteiligen. Es ist so, dass außer für Saatgut es ja keine Pflichtkennzeichnung mehr geben soll. Und selbst das ist ja aktuell noch nicht mal mehr gesichert. Das bedeutet, dass alle Beteiligten sich doppelt und dreifach bei ihren Lieferantinnen absichern müssen, um ihre Warenströme sauber zu halten. Was für alle noch mehr Aufwand als jetzt überhaupt schon bedeutet und schier unleistbar ist und tatsächlich natürlich auch Produktion, Verarbeitung unendlich verteuern würde. Das Risiko läge wieder auf den Schultern derjenigen, die gentechnikfrei arbeiten wollen. Das versichert inzwischen auch nicht mal mehr ein Versicherer. Vor allem für Lieferungen aus Quellen, die nicht zu 100% Bio wirtschaften, würde das sehr schnell kritisch werden. Und je komplizierter Bio in der Praxis ist, desto weiter wird der Weg zum Ziel von Bundesregierung und EU-Kommission, die Bioflächen zu verdreifachen. Wir haben des Weiteren Forderungen an die Politik, die die Koexistenz des Ökolandbaus absichern würden. Eigentlich muss ich erst mal sagen, in diesem Vorschlag manifestiert sich eigentlich ein Angriff auf demokratische Grundrechte, Subsidiaritätsprinzip, Verbraucherrechte und eine derartige Deregulierung ist ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die tatsächlich nachhaltig Ernährungssysteme transformieren müssten. Eigentlich sehe ich nicht, wie dieser verkorkste Entwurf unter den gegenwärtigen politischen Vorzeichen zu etwas Gutem geführt werden könnte. Wenn die Bundesregierung ihre Bio- und Nachhaltigkeitszielsetzungen ernst nimmt, müsste sie eigentlich dafür sorgen, dass der Vorschlag im Rat abgelehnt wird. Und wir wissen, dass diese Chance marginal ist. Als BÖLW-Vorsitzende muss ich aber auch Realpolitiker sein und darf mir nicht einfach die Welt schön wünschen. Dazu wird es nicht kommen. Ich muss also auch für den Fall, dass die Verordnung nicht gestoppt wird, Vorsorge treffen und daher hier ein paar ganz zentrale Punkte. Auf jeden Fall brauchen wir eine Kennzeichnungspflicht durch die ganze Kette. Das würde die gentechnikfreie Qualitätssicherung wenigstens erleichtern. Außerdem müssen wir Haftungsregeln einführen oder ausweiten. Bisher brauchen wir dies nur begrenzt, weil das bestehende Gentechnikrecht eine Risikoprüfung vorsah, die uns vor vielen, wenn auch nicht allen potenziellen Risiken schützen kann. Wenn diese Prüfung jetzt aber wegfällt, müssen wir in Europa über ähnliche Haftungsregeln nachdenken, wie zum Beispiel in den USA, weil es nicht sein kann, dass es gar keine Absicherung für mögliche Schäden mehr gibt. Bisher haben wir in Deutschland ja ein Standortregister, in dem Anbauflächen für genetisch veränderte Pflanzen eingetragen werden müssen. Als Biobetrieb oder Unternehmen weiß ich also, ob in meiner Nähe Gentechnikpflanzen angebaut werden oder nicht. Grundsätzlich würde ich mir eigentlich etwas Umgekehrtes wünschen. Akteure, die Gentechnikpflanzen anbauen wollen, müssen sich zuvor darüber informieren, wo welche Flächen ökologisch bewirtschaftet werden. Wenn es im Umfeld der geplanten Anbauflächen viele Ökoflächen gibt, kann der Gentechnikanbau dort nicht stattfinden, um eine entspannte Bioproduktion zu ermöglichen und vor allem auch künftig Biobetrieben die Sicherheit zu geben, dass ihr Produktionssystem klaren Vorrang vor Gentechnikexperimenten hat. Wichtig wäre natürlich auch wieder ein verpflichtendes Nachweisverfahren. Früher oder später wird es die sowieso geben. Genau deshalb drängt die Gentechnik-Lobby ja so sehr auf eine schnelle Deregulierung. Solange es keine Nachweisverfahren gibt, müssen die Nutzer der Gentechnikpflanzen vollständig ausschließen können, dass ihre Konstrukte außerhalb der vorgesehenen Anbauflächen und Lieferketten auftauchen können.
Können Sie das nicht ausschließen, darf die entsprechende Pflanze natürlich nicht zugelassen werden. Ob das dann 10 Kilometer Sicherheitsabstände sein könnten oder andere Maßnahmen, müsste die zuständige staatliche Stelle und öffentlichen Forschungsinstitutionen klären. Das können wir Ökobetriebe nicht auch noch miterleben. Und viertens, zum mangelnden Potenzial von NGTs zur Nachhaltigkeit beizutragen. Dazu haben wir viel gehört. Es gibt nicht viel Neues. Bisher hören wir immer noch die gleichen Heilsversprechen, die wir schon in den 90er Jahren gehört haben und deren Beweis bis heute aussteht. Gentechnik, Wunderpflanzen werden den Welthunger abschaffen, die Klima- und Artenkrise lösen und wahrscheinlich demnächst auch noch für Frieden auf Erden sorgen. Das wäre doch wunderbar. Und mir hat bisher noch keiner ein konkretes Beispiel für irgendeines dieser Heilsversprechen vorlegen können. Allein bei Mais sind mehr als 170 Gene an der Eigenschaft Trockenheitstoleranz beteiligt. Wie soll das mit ein paar ganz kleinen punktuellen Änderungen erreicht werden? Das hat auch vorhin schon Frau Dr. Margret Engelhardt ganz klar pointiert. Das Ziel oder passt das Mittel zur Zielerreichung? Wie kann man ein so komplexes System angehen mit ein paar wenigen punktuellen Veränderungen? Wenn es alles so harmlos und so heilig und so schön wäre und so einfach, dann wären wir mit Sicherheit heute auch schon ein ganzes Stück weiter. Maßnahmen, die wirklich notwendig wären, um Nachhaltigkeitsziele wie Pestizidreduktion, Artenschutz, Klimawandel, Anpassung in der Landwirtschaft zu erreichen, ein wirklich nachhaltiges und resilientes Ernährungssystem, werden wir nur durch einen grundlegenden Umbau erreichen können, der vor allem mehr Vielfalt auf die Äcker und Teller bringt. Bäume und Hecken statt Kurzhalmmais, mehr Obst und Gemüse statt Golden Rice, mehr Fruchtfolgen statt mehr Pestizide und ganz wichtig, viel mehr Respekt vor Böden, Artenvielfalt, Wasser, der Komplexität von Biosystemen und unseren Lebensgrundlagen. Im Ökolandbau arbeiten wir seit über 40 Jahren daran und wir zeigen seit Jahrzehnten, wie das funktionieren kann. Wir sind sicherlich noch lange nicht perfekt, aber wir haben schon viel erreicht und viel umgesetzt, was die Gentechnik-Fans seit über 30 Jahren immer nur ankündigen. Und das mit einem winzigen Bruchteil der Forschungsunterstützung. Auch das muss einmal an dieser Stelle gesagt werden. Ich glaube, wir müssen ganz andere Räder drehen als kleine Räder in Genomen oder vermeintlich kleine Räder in Genomen. Und wir müssen die Perspektive weiten, statt sie einzugrenzen. Ich kann verstehen, dass man in einer einigermaßen verzweifelten Situation auf kurzfristige, vermeintlich einfache technische Lösungen setzt und dass das auch für Verbraucher tatsächlich ja in den groß angelegten Narrativen verfängt. Trotz allem bleibt die Skepsis bei Menschen ja erhalten. Trotz allen Versuchen, die neue Gentechnik zu verharmlosen, zu verniedlichen, bleiben Verbraucher zum Glück skeptisch. Es wird uns aber in dieser Situation extrem schwer fallen, sie zu mobilisieren. Sie sind verunsichert, sie brauchen Lösungen, sie wissen genau, was da auf uns zukommt, ist die große Herausforderung des Anthropozäns. Aber wir müssen verdammt nochmal als Menschen endlich eine Form von Schwarmintelligenz entwickeln. Und wir müssen verstehen, begreifen, dass auch wir nur eine der Spezies auf diesem Planeten sind, die von Klimawandel, Klimakrise massiv mitbedroht sind. Und wir müssen uns mehr und mehr begreifen als Teil von komplexen Ökosystemen. Und die ändert man nun mal einfach nicht mit punktuellen Veränderungen. Vielen Dank. Danke, Tina. Wir sind jetzt insgesamt nach mehreren Redebeiträgen, angefangen von Martin, ungefähr 10 Minuten hinter der Zeit. Wir haben ein bisschen Puffer drin, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir uns kurz fassen müssen und ich werde recht streng moderieren müssen. Ich sehe aber eine angespannte Diskussion in dem Chatverlauf. Deswegen würde ich das ungern tun. Also gehen wir schnell weiter. Wieder zurück in die streng bäuerliche Linie. Vom Deutschen Bauernverband ist Johann Meierhöfer hier, der dort das Fachgebiet zu Pflanzenbau und Energie leitet. Und die Frage an Sie ist, wie sich die Pläne der EU-Kommission auswirken im Zusammenhang mit der Gewährung von Patenten auf Saatgut. So, das, genau. Ja, Ich fasse mich kurz und danke. übergebe Ihnen das Wort. Ja.
Vielen Dank auch für die Einladung. Wie einige sicherlich wissen, repräsentiert der Deutsche Bauernverband ca. 250.000 meist bäuerliche Familienbetriebe. Und wir haben uns schon seit letztem Winter sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, in sehr, sehr vielen Gremiensitzungen, weil es uns auch wichtig war, wirklich gut einzuschätzen, was wünscht unsere Mitgliedschaft. Letzten Endes sind wir ja in Berlin als Vertreter des Hauptamtes nur die Boten der Wünsche unserer Mitgliedschaft. Und wir haben dort vielfach den Widerwillen gespürt gegen Patentierung. Das hängt damit zusammen, dass wir sowohl das bäuerliche Züchterprinzip, die Freiheit als auch das Züchterprivileg für berufliche, für professionelle Züchter erhalten wollen, weil wir, und ich glaube, das ist europaweit der Fall, in den letzten, ich sag mal, 70 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg mit unserer Züchterlandschaft und mit der Art und Weise, wie wir geistiges Eigentum bei der Pflanzenzüchtung geschützt haben, sehr, sehr gut gefahren sind. Wir haben eine sehr, sehr vielfältige Züchterlandschaft. Und die braucht sich im globalen Vergleich nicht zu verstecken. Natürlich, die Frage höre ich immer mal wieder, ist das mit den Patenten nichts, was uns direkt trifft als Landwirte oder sagen wir mal nicht sofort direkt trifft. Aber wie gesagt, wir haben eine sehr, sehr breite und sehr, sehr vielfältige Züchterlandschaft. Wir würden natürlich schon auch davon negativ betroffen werden, wenn diese Züchterlandschaft kleiner wird, weil kleinere Züchter durch größere Züchter aus dem Markt gedrängt werden, durch, sag mal, die durchaus ja dann üblichen Patentstreitigkeiten. Und am Ende kommt es dann eben auch auf Finanzkraft an, auf wer hat die größere juristische Abteilung und wer hat vor allem länger Luft auf der finanziellen Seite. Allerdings muss man natürlich auf der anderen Seite auch sagen, haben wir jetzt nicht grundsätzlich gesagt, wir wollen die neuen Züchtungsmethoden nicht haben, weil wir generell dagegen sind. Wir sehen das Ganze als Mittel, um die Züchtung ein Stück weiterzubringen. Also für uns ist es lediglich ein Werkzeug. Ich will da jetzt bewusst ein bisschen von dieser, sagen wir mal, sehr, sehr mächtigen Flughöhe aus den vorherigen Beiträgen zurückkommen. Ich möchte da gar nicht über Systeme sprechen, sondern am Ende ist es so, dass man diese Geschichte auf CRISPR-Cas oder analoge Methoden schlichtweg als Teil des normalen Züchterprozesses sehen kann. Und Sie dürfen mir glauben, ich habe mit vielen, auch mittelständischen und kleinen Züchtern gesprochen und alle sagen mir, letztlich die Wertschöpfung für uns wird weiterhin in der Züchtung stattfinden. Und es wird auch keine Pflanzen aus dem Labor geben, die sozusagen nur im Labor gezüchtet werden und wups, da sind sie und schon sind sie auf dem Acker. Also insofern bin ich da auch durchaus der Meinung, man muss es als das betrachten, was es ist. Es ist keine Wunderwaffe, es ist kein Heilswerkzeug, es ist ein Werkzeug, mehr nicht. Und Sie dürfen im Übrigen auch davon ausgehen, dass unsere Mitgliedschaft sich sehr wohl bewusst ist, dass wir, selbst wenn die Deregulierung kommt, nicht sofort tausende neue Sorten auf dem Markt haben werden. Das ist uns alles klar. Was wir momentan uns wünschen, und da schließe ich mich einigen Vorrednern an, weil auch wir sind Realisten, also wir sehen schon, dass es eine Möglichkeit gibt, dass diese Regulierung, Deregulierung durchgeht. Wir wünschen uns eine möglichst breite Front, die dafür sorgt, dass die sagen wir mal, zumindest in Kategorie 1, also die Pflanzen, die noch sehr dicht, wenn nicht sogar gleichgesetzt mit normaler Mutationsmuttergenese sind, dass die vom Patentrecht ausgenommen werden. Am liebsten wäre es uns natürlich, wenn das generell der Fall wäre, weil, ich hatte die eine Frage im Chat schon gesehen, natürlich machen wir uns mittelfristig Sorgen. Was ist der nächste Schritt? Wie sieht es dann bei den Tieren aus? Wir haben momentan die Situation, dass wir eigentlich in Europa ein Verbot von Patenten auf Tiere und Pflanzen haben. Dennoch wird das unterlaufen, dadurch, dass das Europäische Patentamt munter Patente auf Trades verteilt und über diese Trades letzten Endes dann doch eine Patentierung möglich ist. Die Juristen streiten sich. Ich denke, Herr Buchholz wird mir auch gleich entschieden widersprechen. Aber nach unserer Auffassung ist es möglich, auch in diesem Regelungsentwurf
dafür eine Tür einzubauen und zu sagen, also das, was jetzt dereguliert wird, das wird nicht patentiert werden. Und wenn das nicht ausreicht, dann muss man eben weitergehen und muss dafür sorgen, dass, ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, die Biopatentrichtlinie wieder aufgemacht wird. Es wird uns nicht der Spaß bleiben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, weil, und auch das ist etwas, was wir uns natürlich als Berufsstand dann eben fragen, wir werden ja nicht darum herumkommen, irgendwann mit den Produkten aus den neuen Züchtungsmethoden umzugehen, weil sie werden schlichtweg aus dem Rest der Welt zu uns hereinkommen. Wir haben ja jetzt schon mehrfach angesprochen, dass es momentan keine Nachweisverfahren gibt. Da muss die Frage erlaubt sein, wie wollen wir denn verhindern, dass NGT-Pflanzen, die in Argentinien gewachsen sind oder in Nordamerika hier anlanden. Das heißt, wir werden um dieses Ding sowieso nicht herumkommen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und deswegen war unsere Auffassung von Anfang an, wenn wir es nicht verhindern können, wenn wir die Chancen nutzen wollen, die sich bieten, und nach unserer Auffassung sind die Risiken überschaubar, dann müssen wir jetzt die Möglichkeit nutzen, mitzugestalten und am Ende eine Regelung zu finden, mit der Berufsstand und der nachgelagerte Bereich am Ende auch umgehen kann. Und das wäre eigentlich, ich sage mal, meine Bitte, dass wir bei diesem ganzen Thema aus den ideologischen Grabenkämpfen herausgehen, weil ich musste schon schmunzeln. Hier wurde ja gesagt, hier kommen die alten Parolen. Ja, die alten Parolen mit Verlauf kommen aber von beiden Seiten. Also ich fühle mich doch sehr zurückversetzt nach vor 25 Jahren. Ich glaube, das sollten wir jetzt einfach mal lassen und sollten uns pragmatisch an das heransetzen, was hier zu regeln ist, und heute versuchen, zusammen eine Lösung zu finden. Weil ich glaube, dann bekommen wir auch eine Mehrheit im Parlament für etwas, womit die meisten am Ende doch zufrieden sind. Das vielleicht mal in aller Kürze, damit wir ein bisschen Zeit wieder reinholen. Ich werde die Zeit dann nicht so ausnutzen wie die Kollegen von mir. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Mayhöfer. Sie haben tatsächlich 3 Minuten wieder reingeholt. Und ich übergebe jetzt als letzten Vortragenden Herrn Dr. Buchholz das Wort, der bei der Kanzlei GGSC ist ziemlich groß, mit der hatte ich in verschiedenen Stellen schon zu tun, auch für Kommunen arbeiten sie, Gentechnik-Experte ist und der ein Rechtsgutachten gemacht hat für die Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen hier in Berlin. Und ich würde Sie bitten, die 3 Minuten nicht gleich wieder mitzunehmen. Sie haben als Letzter noch auch eine Präsentation mit dabei. Die Frage an Sie ist, wie Sie den Kommissionsvorschlag aus rechtlicher Sicht bewerten, von seiner inneren Begründung her und von der Frage, stimmt er eigentlich überein mit dem, was es sonst so an Rechtsetzung in der EU gibt? Ja, vielen Dank. Ich starte direkt. Ich hoffe, die Technik passt. Wenn nicht, bitte ich jemanden, laut zu sagen, dass das nicht stimmt, weil ich kann sie jetzt im Moment nicht sehen. Wie gesagt, ich habe für das Bündnis 90 Die Grünen, die Bundestagsfraktion, ein Rechtsgutachten erstellt und habe mir den Kommissionsentwurf genauer angesehen und muss gestehen, ich war einigermaßen entsetzt und das will ich jetzt mal kurz vorstellen. Also Hauptthema war eben das Vorsorgeprinzip. Das Vorsorgeprinzip wurde schon angesprochen. Das bedeutet nach der Rechtsprechung des EuGH, dass bei Unsicherheiten hinsichtlich des Vorliegens oder des Umfangs von Risiken für menschliche Gesundheit oder Umweltschutzmaßnahmen schon getroffen werden können, ohne dass man warten muss, dass das Bestehen und die Schwere dieser Risiken vollständig dargelegt wird. Man kann also frühzeitig einschreiten und Maßnahmen treffen. Und dieses Vorsorgeprinzip ist ein ganz leitendes Prinzip des bisher geltenden EU-Gentechnikrechts. Das sieht man daran, dass eben Risikoprüfungen vorgesehen ist, Risikobewertungen und Zulassungen vor jedem Freisetzen oder in Verkehr bringen von genetisch veränderten Organismen. Außerdem wird verlangt eine Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung, ist alles schon angesprochen worden, und eine Überwachung durch Verantwortliche, also diejenigen, die die Produkte entwickeln, und durch Behörden, die Anordnungsbefugnisse haben. Außerdem sind nationale Maßnahmen möglich, beispielsweise ein Anbauverbot, das sogenannte Opt-out. Und bei Eilfällen gibt es die Schutzklausel, da können Mitgliedstaaten Maßnahmen treffen, bevor auf EU-Ebene Maßnahmen getroffen werden. So, nun die Frage, wird dieses Vorsorgeprinzip eingehalten? Nein,
Es wird nach meiner Erkenntnis missachtet, und zwar vor allem bei den NGT1, also der neuen Gentechnik der ersten Kategorie, weil hier überhaupt keine Risikoprüfung stattfindet. Es findet überhaupt keine Zulassung statt. Es gibt keine spezielle Anordnungs- oder Verbotsmöglichkeiten. Was vorgesehen ist im Kommissionsvorschlag, ist lediglich eine Statusprüfung. Eine Statusprüfung bedeutet, dass die Behörde, das kann eine nationale oder die Kommission sein, sich die Veränderung anschaut und die Veränderung dann als NGT einstuft. Die Grundlage dafür sind nur Art und Zahl von Sequenzänderungen, also Änderungen der DNA-Sequenz. Und welche Art und welche Zahl, das ist in der Verordnung relativ genau festgelegt. Es gibt da mehrfach die Zahl 20 und verschiedene Veränderungen der DNA. Aber es spielt überhaupt keine Rolle, welche veränderten Eigenschaften aus diesen Sequenzänderungen resultieren. Also ob zum Beispiel eine insektizide Wirkung oder sonst irgendeine Veränderung der Eigenschaften der Pflanzen durch diese Veränderung der DNA herbeigeführt wird. Es findet nicht einmal eine echte Gleichwertigkeitsprüfung statt, obwohl die Kommission behauptet in den Erwägungsgründen und in der Begründung der Verordnung, dass sozusagen NGT1, dass die gleichwertig seien mit herkömmlichen Pflanzen. Das ist aber überhaupt nicht sichergestellt, sondern das wird vermutet. Also es wird davon ausgegangen, dass die gleichwertig sind, wenn Art und Zahl der Sequenzänderungen nicht über das hinausgehen, was im Anhang der Verordnung festgeschrieben ist. Es ist also eine sehr technische Herangehensweise. Und die Rechtsfolge, also wenn man dann feststellt, diese Grenzen sind nicht überschritten, es sind eben nur wenig genug Sequenzänderungen drin, dann wird das Gentechnikrecht nicht angewandt für diese NGT1. Das heißt, auch wenn man weiß oder wenn evident ist, dass ein NGT1 jetzt wirklich gefährlich ist für die Gesundheit oder Biodiversität, dann muss es trotzdem als NGT1 eingestuft werden. Es gilt trotzdem nicht das Gentechnikrecht. Auch wenn ein NGT1 evident nutzlos oder schädlich ist für die Nachhaltigkeitsziele, mit denen ja die Deregulierung der NGT1 mit begründet wird, auch dann muss es als NGT1 eingestuft werden und unterliegt nicht dem Gentechnikrecht. Das ist also so der Mechanismus, mit dem die NGT1 im Grunde vollständig aus dem Gentechnikrecht ausgenommen werden. Und als letzter Punkt bei der Missachtung des Vorsorgeprinzips ist zu sagen, dass eben dieser Anwendungsbereich nur scheinbar exakt bestimmt ist, indem eben genaue Zahlen vorgegeben werden, wie viele Änderungsarten zulässig sind. Wenn man aber genauer drauf schaut, ist es eben sehr unbestimmt. Begriffe wie Sequenzähnlichkeit tauchen da auf. Also man kann eigentlich gar nicht genau abschätzen. Und wie gesagt, es findet auch keine Gleichwertigkeitsprüfung statt. Das können also Pflanzen mit ganz anderen Eigenschaften als konventionelle Pflanzen, sie haben dann als NGT1 am Ende eingestuft werden und aus dem Gentechnikrecht herausgenommen werden. Und wie Frau Engelhardt auch schon ausgeführt hat, ist das ja tatsächlich so, dass von dem, was zu erwarten ist, das meiste als NGT1 eingestuft werden wird. Nun, wieso ist das ein Verstoß gegen den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union? Das ist sozusagen die EU-Verfassung oder das EU-Grundgesetz, also auf europäischer Ebene. In den EU-Verträgen werden also die EU-Organe verpflichtet auf ein hohes Schutzniveau im Bereich der Gesundheits- und Umweltpolitik und der Einhaltung des Vorsorgeprinzips. Nun hat die Kommission behauptet in der Begründung zu dieser Verordnung, diese Verordnung sei kohärent mit dem EU-Gentechnikrecht. Und das ist eine von mehreren Behauptungen, die in der Begründung auftauchen, die sich aber in den Regelungen nicht wiederfinden. Denn tatsächlich ist diese Regelung, so wie sie vorgeschlagen wurde von der Kommission, überhaupt nicht kohärent mit dem Gentechnikrecht. Wenn sie kohärent wäre, dann würde sie voraussetzen, dass NGT und insbesondere NGT1 keine oder nur geringere Risiken aufweisen als sonstige GVO, die ja, sage ich mal, im Regelfall reguliert werden durch das EU-Gentechnikrecht. Für diese Aussage gibt es aber keine wissenschaftliche Grundlage. Vielmehr ist es so, dass die Risiken von neuen Gentechniken und sonstigen GVO, also transgenen Pflanzen, vergleichbar sind. Man kann nicht sagen, dass NGT weniger riskant sind. Stattdessen hat sich die Kommission von vornherein diesem Vergleich
im Grunde entzogen, obwohl er sehr nahe liegt. Auch der EuGH hat als erstes diese Frage gestellt, da kommen wir nachher noch darauf, sondern hat die NGT immer mit herkömmlichen Pflanzen verglichen und gesagt, das ist ja gar nicht gefährlicher als herkömmliche Pflanzen. Und vor allem, wenn ich dann noch die klassische Mutagenese mit dazu rechne, die ja auch zu Veränderungen im Erbgut führt, die vielleicht noch viel gravierender sein können als das, was mit NGT geht. Das ist aber irreführend, weil das EU-Gentechnikrecht generell nicht darauf beruht, dass GVO per se riskanter wären als herkömmliche Pflanzen. Der Punkt ist vielmehr, dass GVO neue Risiken für Mensch und Umwelt haben können, die man als solche nicht erkennt, weil eben herkömmliche Pflanzen diese Risiken nicht haben. Aber auch herkömmliche invasive Pflanzen sind auch herkömmliche Pflanzen, können aber nachteilige Auswirkungen für die Biodiversität haben. Was die Kommission auch verschweigt, ist bei diesem Vergleich mit der klassischen Mutagenese, das ist eine Ausnahmeregelung, die unterfällt nur deswegen nicht im Gentechnikrecht, weil der Gesetzgeber gesagt hat, die haben wir nun schon seit einigen Jahren, die soll Bestandsschutz genießen. Das sind zwar, so die Einstufung auch vom EuGH bestätigt, genetisch veränderte Organismen, aber für die soll, weil wir die eben schon eine Weile haben und wir gesehen haben, dass die sicher genug sind, das Gentechnikrecht nicht gelten. Und die Kommission will nun sozusagen diese Ausnahme zur Regel machen. Und das ist eben genau das Gegenteil von Kohärenz mit dem bisherigen Gentechnikrecht. Das ist im Kern die Abschaffung des Gentechnikrechts. So, jetzt bin ich in die falsche Richtung gerutscht. Dann ein weiterer Punkt, den wir auch im Gutachten kurz angesprochen haben. Es gibt das sogenannte Cartagena-Protokoll über die biologische Sicherheit. Das ist Völkerrecht, also internationales Recht. Das ist für den Unionsgesetzgeber verbindlich. Auch das Cartagena-Protokoll verlangt die Beachtung des Vorsorgeprinzips und es verlangt eine einzelfallbezogene Risikoprüfung von GVO. Und der Kommissionsvorschlag verzichtet ja, wie berichtet, für NGT1 nicht nur auf eine einzelfallbezogene, sondern ganz auf eine Risikoprüfung. Es findet nicht mal eine generelle Risikoprüfung statt, dahingehend, dass NGT1 keine oder vernachlässigbare Risiken beinhalten würden, weil das ließe sich, wie dargelegt, wissenschaftlich nicht belegen. Nun die Frage, was sagt der EuGH? Der EuGH sagt als erstes grundsätzlich jetzt überhaupt nicht speziell zu GVO, sondern allgemein zum Vorsorgeprinzip, dass der Unionsgesetzgeber, also EU-Parlament und Rat, einen breiten Regelungsspielraum haben. Das Vorsorgeprinzip muss auch abgewogen werden mit anderen Zielen und Grundsätzen der EU-Verträge. Deswegen ist die Kontrolle durch die Gerichte beschränkt auf offensichtliche Beurteilungsfehler des Unionsgesetzgebers. Das ist in etwa ähnlich wie auf nationaler Ebene. Die Verfassung gibt nur einen weiten Rahmen vor. Das eigentlich demokratisch legitimierte Organ ist eben der Gesetzgeber auf EU-Ebene, Parlament und Rat. Nun hat aber der EuGH im Urteil Confédération Paysanne von 2018 zu einer speziellen Art der Mutagenese, In-vitro-Mutagenese, sich speziell zu GVO geäußert und hat das gesagt, was ich in der vorherigen Folie schon gesagt habe. Er hat festgestellt, die Risiken von NGT, also diese Mutagenese, diese neue Art In-vitro-Mutagenese, also das gibt es auch ein paar Missverständnisse, aber das kann man hier jetzt, sage ich mal, vereinfachend als NGT1 bezeichnen. Die Risiken von solchen neuen Gentechniken und sonstigen GVO sind vergleichbar. Was anderes hat, lässt sich nicht belegen. Der Vergleichsmaßstab ist eben für den EuGH auch ganz klar die sonstigen GVO und nicht die herkömmlichen Pflanzen. Und der EuGH hat zu dieser Mutagenese-Ausnahme, die es eben im bisherigen Gentechnikrecht schon gibt, ganz klar gesagt, man darf die nicht zu weit auslegen. Wenn man die zu weit auslegen würde, dann würde das gegen das Vorsorgeprinzip verstoßen. Und das, was die Kommission jetzt vorschlägt mit dieser NGT-Verordnung, ist genau das, was man vorher versucht hat, durch eine extensive Auslegung der Mutagenese-Ausnahme, das jetzt, nachdem der EuGH das nicht zugelassen hat, in Gesetz zu fassen, sodass der EuGH im Grunde auch daran gebunden wäre, wenn es eben nicht gegen das Vorsorgeprinzip verstößt. Es gibt auch Urteile zu Pflanzenschutzmitteln, bei denen der EuGH festgestellt hat, dass eine Einzelfallprüfung erforderlich ist. Und deswegen ist nach meiner Einschätzung der Kommissionsentwurf, so wie er jetzt geschrieben wurde von der Kommission, belastet mit offensichtlichen Beurteilungsfehlern, sodass ich ihn für unionsrechtswidrig halte, weil er gegen das Vorsorgeprinzip verstößt und sozusagen den Regelungsspielraum überschreitet. Das ist im Grunde der Kern des Rechtsgutachtens.
Was heute jetzt auch schon mehrfach aufgetaucht ist, ist die Frage, wie ist das eigentlich mit der Koexistenz für NGT1, die Zulässigkeit des Standortregisters und die Mindestabstände zu herkömmlichem oder Bioanbau. Da haben bisher alle gesagt, das würde abgeschafft. Das halte ich für nicht so sicher. Das ist sehr wahrscheinlich das Ziel der Kommission, aber das hat sie bisher offenbar übersehen, so klar in den Verordnungsentwurf reinzuschreiben. Also das ist aus meiner Sicht nicht so klar geregelt, sodass fraglich ist, ob das wirklich unzulässig wäre und natürlich auch fraglich ist, wie der nationale Gesetzgeber damit umgehen würde, wenn die Kommission so erlassen würde. Was aber aus meiner Sicht auch eine ganz zentrale Rechtsunsicherheit ist, wenn jetzt der Staat keine Risikoprüfung mehr verlangt, dann haben wir aber, ich sag mal, uraltes Zivilrecht und auch im Zivilrecht gibt es Verantwortlichkeit. Es gibt Haftung, es gibt allgemeine Haftungsregeln, die gelten auch für neue Gentechnik. Und da wird sich dann die Frage stellen, wenn es eben keine gesetzliche Risikoermittlungspflicht mehr gibt, ob es eben eine solche Risikoermittlungspflicht möglicherweise aus Zivilrecht gibt und wer dafür verantwortlich ist. Es gibt ja immerhin beispielsweise eine Produzentenhaftung, gilt die auch für Entwickler von NGT1-Pflanzen. Was ist mit der Haftung von Lebensmittelunternehmen? Die haben eine sehr differenzierte, da gibt es sehr viel Rechtsprechung, sehr weitgehende Haftung, wenn eben, also für ihre Produkte. Und was ist, wenn die nun NGT1 verwenden und was ist, wenn ein NGT1, weil ja keine Risikoprüfung stattgefunden hat, sich dann hinterher herausstellt, dass es eben ein unerkanntes Risiko in sich trägt. Wie haftet ein Lebensmittelunternehmen dafür? Dann auch die Frage, gibt es zivilrechtliche Informationspflichten? Muss ein Verkäufer von NGT1 den Käufer ungefragt darüber informieren, dass es NGT1 ist oder nicht? Oder muss der Käufer nachfragen, ganz unabhängig davon, ob es nun öffentlich-rechtliche Kennzeichnungspflichten gibt? Das sind offene Fragen, die wird vielleicht in ein paar Jahren die Rechtsprechung klären müssen, wenn man es jetzt nicht klar regelt. Aus meiner Sicht begründet diese Verordnung auf jeden Fall eine große Rechtsunsicherheit, ein Haftungsrisiko für viele Beteiligte. Und ich sehe auch, dass viele Lebensmittelunternehmen sich gegen dieses Haftungsrisiko und gegen diese Rechtsunsicherheit eigentlich nur absichern können, wenn sie ohne Gentechnik oder Bioprodukte verwenden. Konsequenzen aus dem Rechtsgutachten. Erstmal, wir haben erstmal Politik, Primat der Politik, Parlament und Rat müssen abstimmen über diesen Verordnungsvorschlag der Kommission. Das Parlament formiert gerade seine Position. Martin Häusling hat es angesprochen. Am Ende wird es einen Trilog geben mit der Kommission, Parlament und Rat und dann wird eine Entscheidung dastehen. Und wenn wir dann eine Verordnung haben, kann man auch tatsächlich über Rechtsschutz nachdenken. Also nicht der Kommissionsvorschlag kann vom EuGH angefochten werden, sondern erst die Verordnung, die am Ende dann dastehen wird. Es ist allerdings so, dass es erstmal nur beschränkte Klagerechte gibt. Also direkt klagen können nur Mitgliedstaaten, das Parlament, was aber wahrscheinlich nicht gegen seine eigene Verordnung klagen wird, genauso wenig wie Rat oder Kommission. Es wird vielleicht irgendwann mal eine indirekte Klagemöglichkeit geben, wenn nämlich Betroffene vor nationalen Gerichten klagen und dann die nationalen Gerichte eine Vorabentscheidung des EuGH über die Gültigkeit der Verordnung einholen können und müssen. Und so eine Betroffenheit kann zum Beispiel entstehen, wenn NGT1-Produkte in Bioprodukte eingetragen werden, aber dann ist eben immer noch die Frage der Nachweisbarkeit. Das war erstmal mein Beitrag. Vielen Dank. Vielen Dank. Für mich war das gerade jetzt nicht mehr, weil ich habe es schon dreimal gehört, aber das Gutachten hat mir insgesamt ein paar wirklich neue Sachen mitgebracht und ich würde das Büro von Martin, ihr seid noch da, oder meine Mitarbeiterin Mareike bitten, in den Chat auch nochmal einen Link dazu zu setzen, dass sich das alle anschauen können, die das wollen. Und ich habe jetzt die schwierige Aufgabe, aus diesen 50 Fragen und Diskussionsbeiträgen für eine dann doch etwas verkürzte Diskussion ein paar Sachen auszuwählen. Herr Meyerhöfer hat jetzt ganz vorbildlich angefangen, ein paar Fragen, die sich an ihn gerichtet haben, auch schriftlich zu beantworten. Das kann man in diesem Frage- und Antwort-Punkt, den offensichtlich viele gefunden haben, auch nachlesen. Ich würde in dem Zusammenhang jetzt Frau Schröder bitten, doch schriftlich die Frage zu beantworten, die kam von Martin Weiß. Ob es Werte auch gibt von aus anderen europäischen Ländern oder ganz europäisch, wie eigentlich die Verbraucher zu dem Thema stehen. Und das Büro von Martin bitten zu beantworten, zwei, drei Fragen, die sich
aufs Verfahren beziehen, also nochmal den Zeitplan und auch die Frage, ob wir überhaupt wissen können, welche Abgeordneten wann wo wie abstimmen zu dem Thema. Und nehmen jetzt ins Plenum hoch sozusagen eine Frage, die von Stefan aus Schleswig-Holstein kam, der dort in einer Arbeitsgemeinschaft der Grünen zu Tierschutz wahrscheinlich arbeitet, Mensch und Tier. Und zwar, inwieweit die Gefahr besteht, dass neue Gentechnik auch landwirtschaftliche Nutztiere betrifft. Ich weiß, dass das der Fall ist. Dass, wenn man sich anschaut, was wissenschaftlich in der Pipeline ist, was beschrieben wird, auch was an Patentanträgen da ist, das hat der Herr Meyerhöfer auch schon angesprochen, dann wird daran gearbeitet, zum Beispiel hornlose Kühe patentierbar zu machen. Das ist was es in vielen Rassen ja auch schon gibt. Auch Schweine ohne Ringelschwänze war ein Thema. Hühner, die keine männlichen Nachkommen mehr haben können, etc. Also sowas kommt immer mal wieder auch vor. Die Frage, die ich jetzt hätte an Martin ist, weil sich ja der Vorschlag ausschließlich auf Pflanzen bezieht und es parallel ja auch noch einen Vorschlag zu pflanzlichem Vernährungsmaterial gibt, wird eigentlich in den Institutionen in Brüssel irgendetwas diskutiert, wo es sich um die Zulassung von Tieren, die gentechnisch verändert sind, dreht. Wenn du das kurz beantwortest, und dann nehme ich noch Frau Dr. Engelhardt zum selben Thema offensichtlich dran. Ja, im Moment reden wir tatsächlich nur über Pflanzen, aber meine Befürchtung ist halt, wenn das Thema Pflanzen durch ist, wird es auch in den Tierbereich gehen, weil da auch ganz klar gibt es Forschung. Da gibt es ja die Freisetzung von gentechnisch veränderten Mücken, um Malaria zum Beispiel zu bekämpfen. Das steht uns auch noch bevor. Also wer sagt, dass das am Ende des Tages nur Pflanzen betrifft? Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn das durch ist, dann geht das auch in eine andere Richtung. Wir alle kennen die gentechnisch veränderten Lachse aus Kanada. Was passiert, wenn sowas dann freigesetzt wird oder unbeabsichtigt in die Freiheit kommt? Im Moment ist das nicht Thema, aber es wird Thema werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch die Anträge werden mit Sicherheit kommen. Ich wollte nochmal, weil gefragt wurde, der Zeitplan und wer stimmt wie ab. Das kann man noch nicht so genau sagen, wer wie abstimmt. Klar ist, dass die EVP-Fraktion den Vorschlag der Berichterstatterin so trägt, also auch Gentechnik in ökologischen Landbau, auch Gentechnik, gar keine Kennzeichnung auch von Saatgut im Bereich des NGT 1. Also das ist klar, wie die S&D-Fraktion sich am Ende in Gänze entscheidet, weiß ich nicht. Die spanischen und italienischen Kollegen sind auch eher pro Gentechnik. Aber ich erhoffe mir sozusagen bei der Diskussion, dass wir dadurch auch noch einige Kollegen überzeugen können, dass der Vorschlag nicht ganz so toll ist, wie er vielleicht im ersten Moment jetzt für viele Gentechnikbefürworter wirkt. Und zum Zeitplan habe ich ja gesagt, Abstimmung in den Ausschüssen Anfang Dezember, im Plenum im Januar. Und dann kommt es darauf an, ob der Rat bis dahin auch eine Stellungnahme hat. Die hat er nicht. Der Rat ist in seiner Mehrheit auch pro Gentechnik. Aber es gibt einige Länder, die ganz stark Vorbehalte haben. Dazu gehört Österreich und auch Deutschland. Gehört auch Ungarn dazu, die in ihrer Verfassung sogar drin haben, keine Gentechnik. Also es wird da auch im Rat noch Auseinandersetzungen geben, vor allem um die zwei Punkte, die ja alle Diskussionen schon benannt haben. Wie schütze ich ökologische Landwirtschaft und das Patentrecht? Das gibt es auch ganz viele, die im Parlament diese Frage angesprochen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, um vielleicht auch an Meyerhöfer, dass so ein Vorschlag durchgeht und wir schreiben da rein, naja, es gibt kein Patent darauf. Das wäre natürlich einfach. Aber das europäische Patentrecht ist keines der Europäischen Union, sondern da ist auch die Türkei, die Schweiz, Norwegen dabei. Das kann die Europäische Union nicht von sich aus ändern. Also die Hoffnung, man könnte das dann einfach da reinschreiben, das stimmt so nicht. Und deshalb ist es spannend, was ist, wenn da jetzt reingeschrieben wird am Ende, ja, es gibt halt keine Patente. Wie geht man damit um? Das kann die Europäische Union so nicht bestimmen, sondern das ist Teil des europäischen Patentübereinkommens. Also insofern eine offene und spannende Frage. Also jetzt hast du noch andere Fragen auch gleich beantwortet. Das wäre nicht das nächste gewesen, was ich
auf die Bühne gezogen hatte, die Frage, was müssen wir eigentlich tun, um das Patentrecht zu ändern, dass die Patentierung von Lebewesen oder Gensequenzen ausgeschlossen wird, weil das ja tatsächlich sehr schwierig ist. Damit sind wir einen Schritt weiter. Ich vermute, Herr Meyerhöfer will auch was dazu sagen, dann Frau Engelhardt. Ja, ich wollte das nur bestätigen, dass die Kommission nach den Pflanzen die Tiere und auch die Mikroorganismen und Algen angehen will. Sie haben da die EFSA schon bereits auch beauftragt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das heißt, nach den Pflanzen ist vor den Tieren und Mikroorganismen und da wird es auch um Deregulierungsideen gehen, das ist ganz klar. Und wir müssen uns auch klar machen, dass schon in dem jetzigen Vorschlag nicht nur landwirtschaftliche Nutzpflanzen drin sind, sondern auch alle Wildpflanzen, alle Wildgräser. Das müssen wir uns einfach klar machen. Und letztlich, denke ich, wird es dann eben wirklich das gesamte Gentechnikrecht betreffen und nicht nur die Nutzpflanzen. Herr Meyerhöfer. Ja, bevor ich mich da jetzt groß auslasse, möchte ich betonen, hier sitzt ein studierter Agraringenieur und kein studierter Patentrechtler. Also insofern bin ich hier vielleicht der Halbblinde unter den Blinden. Naja, nee, Herr Buchholz ist sicherlich nicht weder blind noch halbblind bei dem Thema. Soweit uns bekannt, war in dem Entwurf ursprünglich mal eine Regelung dafür vorgesehen, die aus dem Entwurf herausgenommen wurde, weil sich das Kabinett von Frau von der Leyen Sorgen gemacht hat, dass eine solche Regelung ausufern könnte und Patentanfechtungen bzw. das Patentsystem grundsätzlich in Frage stellt, was gerade zu dem Zeitpunkt nicht sonderlich gelitten war, als wir über Patente für Covid-Impfstoffe nachgedacht haben und als es darum ging, diese Patente dann vielleicht doch mal eben nicht einzuklagen, sondern freizugeben. Also das ist wahrlich nicht mein Thema. So, aber wenn eine solche Regelung wieder rausgenommen wird, weil jemand Angst hat, dass medizinische Patente davon betroffen sein können, dann sage ich jetzt mal, scheint mir die Wahrscheinlichkeit schon groß zu sein, dass es da ein paar Juristen gibt, die sagen, oh, na, das scheint ja doch eine gewisse Relevanz zu haben. Insofern würde ich das jetzt nicht einfach wegwischen. Es kann auf jeden Fall nicht schaden. Und was muss getan werden, um die Patentfrage insgesamt zu lösen? Ich wiederhole, wir haben in Europa den klaren politischen Willen, dass nicht patentiert wird, was Pflanzen, was Lebewesen und Pflanzen angeht. Und wir haben, das ist richtig, das Europäische Patentamt, was nun mal ein bisschen im freien Raum schwebt. Aber das Europäische Patentamt musste seine Praxis schon mehrfach anpassen, und zwar auf massiven politischen Druck der meisten Staaten, die eben im Aufsichtsrat des Europäischen Patentamtes sitzen. Und ich weiß nicht, warum diese Möglichkeit des politischen Drucks, der, denke ich, relativ schnell zu organisieren wäre, wenn man sich nur einig ist, warum das auch immer so weggewischt wird, um zumindest einen Schritt in die richtige Richtung zu tun, um vielleicht langfristig dann durchaus wirklich nochmal die Biopatentrichtlinie anzupassen. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht notwendig. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn wir sind uns hier, glaube ich, bei vielen Themen nicht wirklich ganz so einig, aber ich glaube, bei dem Thema sind wir uns doch sehr einig. Und da sollten wir vielleicht einfach mal auch zusammenhelfen und versuchen, hier die Schritte zu unternehmen, die dann perspektivisch auch jegliche Diskussion ersticken, ob wir irgendwann Tiere patentieren können, weil das darf ich Ihnen versichern, das ist auch was, was in unserer Mitgliedschaft, genauso wie das Thema Patente auf Pflanzen, eine absolute rote Linie ist, über die wir nicht gehen wollen. Danke für die Einschätzung. Das hat jetzt Reaktionen bedarf. Bitte haltet euch extrem kurz. In 2 Minuten breche ich euch ab, und zwar zu zweit. Martin und Annemarie. Nein, Annemarie zuerst. Komm, du bist schneller. Ich wollte gerade sagen, das ist hoch ungerecht. Genau, das Erste, was wir, glaube ich, tun müssen, ist tatsächlich das Patentierungsverbot von konventionell gezüchteten Pflanzen zu stoppen. Und ich glaube, da ist der Bauernverband auch voll dabei. Das finde ich gut. Und was auch gemacht werden muss, ist, dass die Ansprüche von NGT-Patenten enorm eingeschränkt werden. Und ich frage Sie, Herr Meyerhöfer, Sie werden bestimmt gleich nochmal das Recht bekommen zu reden,
ob sie mit uns d'accord gehen würden, solange diese Patentierungsfrage nicht geklärt ist, also solange womöglich das EPÜ nicht geändert wurde und wir eine klare Regelung haben auf neue Gentechnikpflanzen, keine Patente, sind sie mit uns d'accord, dass der Verordnungsvorschlag so lange eingefroren werden muss, nicht weiter behandelt werden darf? Ich kann nur kurz was sagen, weil die Kommission hat darauf geantwortet, hat gesagt, sie machen in den nächsten 3 Jahren, 4 Jahren, beobachten sie die Situation und werden in 25 einen Bericht abgeben. Ihre Hoffnung ist, dass die Industrie vielleicht gar keine Patente anmeldet. Dem hat aber jetzt Monsanto, Bayer Monsanto schon widersprochen. Das wird so nicht stattfinden. Insofern ist das eine vage Hoffnung. Also es geht ja auch nicht darum, Patente nur auf einzelne Pflanzen oder zu erheben, sondern auf Verfahren. Züchtungsverfahren, in denen CRISPR-Cas eingesetzt wird, das ist eine ganz andere Dimension. Und deshalb wird überall, wo in Züchtungsverfahren jetzt CRISPR-Cas eingesetzt wird, dazu werden Patente angemeldet. Das verändert die ganze Züchterszene. Und deshalb sind auch die Züchter, die kleinen Züchter, extrem besorgt. Denn wer hat die Patente? Die haben natürlich die großen und nicht die kleinen Züchter, die man immer schützen will. Herr Mayrhöfer, wollen Sie die Frage von Arne-Marie Volling noch beantworten und dann gehen wir ein neues Thema hinein? Ja, wirklich gerne. Ich halte das für den falschen Weg. Und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens, weil mit Verlaub dadurch verschieben wir vieles auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Und zweitens, es gäbe einen viel einfacheren Weg. Man könnte ein Patentmoratorium beschließen, welches da lautet, bis zu einer endgültigen Klärung der Patentfrage werden keine Patente erteilt. Punkt. Ich glaube, die EU ist. Ja, Herr Buchholz, ich finde das immer so amüsant. Also die EU setzt sich heutzutage global schon mit ganz anderen Dingen durch. Wir haben bei vielen anderen Punkten, haben wir den Auftritt zu sagen, wir setzen uns mit unseren Standards gegen die USA durch, gegen China durch und ausgerechnet bei diesem Punkt wollen wir einknicken und sagen, nein. Also, sorry, ein bisschen mehr Ambition. Insofern, Frau Völling, nein, so einfach würde ich das nicht sagen. Wir sollten da eine andere Lösung finden, um zu verhindern, dass in den nächsten Jahren Patente entstehen. Okay, danke. Jetzt habe ich hier die Schwierigkeit, noch eine Frage aufzunehmen. Martin, wenn du dich noch mal kurz hältst, wer ist es eigentlich, der auf europäischer Ebene sagt, ja, wir wollen das? Wer sind die Lobbygruppen, die Unternehmen, die Profiteure? Das war eine Frage von Sebastian Marder, die sehr viele Daumen bekommen hat. Das kann man sich dreimal ausrechnen. Das war schon so bei der Konsultation der Kommission, waren ganz klar die großen Unternehmen, Bayer, Monsanto, BASF, Syngenta waren ganz vorne mit dran, um diese Deregulierung zu erreichen. Das war schon am Tage nach dem Urteil in 2018, fing das Lobby an, wir müssen das doch aufheben, immer unter dem, ja, dem Argument internationale Wettbewerbsfähigkeit. Also das sind die üblichen Verdächtigen, die auch viel mit der alten Gentechnik zu tun haben. Es waren, ich sage es nochmal, nicht die kleinen Züchterunternehmen, die das gefordert haben. Und Patente haben halt auch diese Unternehmen. Ich glaube, ein chinesisches Unternehmen hält mittlerweile den weltweiten Spitzenplatz bei Patenten und die werden das natürlich auch genüsslich dann ausspielen. Danke. Damit habe ich das erledigt. Und dann würde ich als nächsten, wahrscheinlich letzten und sehr großen Punkt eine Diskussion hier auf die Bühne ziehen wollen. Herr Kreie, ich habe mir erlaubt, Sie zu googeln. Ich vermute, es handelt sich dabei um einen Vertreter des Landvolks. Angefangen hat mit Hans-Jürgen Müller. Der Name, wenn es die Person ist, ist Landtagsabgeordneter aus Hessen für die Grünen, im Chat geführt haben über die Frage, können wir eigentlich beim Ziel, die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren unter immer stressigeren Bedingungen, auf diese Methoden verzichten? Tina, ich glaube, das kannst du beantworten, aber da können wir eine kurze Runde hier machen mit allen, die dazu sprechen wollen. Und dann kommen wir auf den Schlussspurt hin. Ich weiß nicht, ob ich das beantworten kann, ohne,
ohne nochmal das Schlagwort der Ideologie irgendwo zu provozieren. Die Ernährung der Weltbevölkerung ist ja auch tatsächlich ist ja nicht mal die Frage. Wir produzieren ja heute schon mehr Kalorien auf diesem Planeten, als die Weltbevölkerung braucht, und ein Drittel davon schmeißen wir gedankenlos weg. Also eigentlich langweilt mich diese Argumentation ein Stück weit, weil sie nicht mehr gerechtfertigt ist. Ich glaube, dass die Klimakrise uns vor viel größere Herausforderungen stellen wird und wir, und wie schon gesagt, weiter auf das System zu setzen, das diese Krise provoziert, verstärkt, ist nicht der richtige Weg, um Welternährungsfragen zu lösen. Auch das wissen wir inzwischen. Wir wissen auch, dass Hunger in der Welt eine Frage von Zugang zu Land, Boden, Wasser, Ressourcen und so weiter ist. Es ist eine Frage von Krisen, von den großen Krisen-Cs, Climate Crisis und Kriegen und sozialen Unruhen und nicht tatsächlich der Ernährungssysteme, die wir forcieren oder nicht forcieren. Es ist eine Frage unseres Konsumverhaltens und unserer und der Ressourcen, der ungerechten Ressourcenverteilung auf diesem Planeten, die Welternährungsfragen lösen werden und nicht die Frage von Gentechnik. Und noch einmal auch an dieser Stelle. Kein Mensch verbietet die Entwicklung von neuer Gentechnik und kein Mensch stellt sich dieser Technologie per se in den Weg. Es geht um die Wahrung von Vorsorgeprinzip, von Risikobewertung, von Verursacherprinzip, von Wahlfreiheit und einfach einem maßvollen Umgang mit einer Technologie, deren Auswirkungen wir auf komplexe Biosysteme noch nicht wirklich einschätzen können. Das sagen ja auch immer wieder wissenschaftliche Bewertungen. Und kein Mensch in diesem Raum heute hier hat gesagt, wir dürfen nicht mehr forschen. Auch darum geht es nicht. Sondern es geht darum, wie wir es sinnvoll gestalten, wie wir sinnvoll mit dieser Technologie umgehen, um nicht Schäden zu erzeugen, die wir nicht mehr zurückholen können. Das haben wir schon allzu oft getan. Danke. Frau Engelhardt hat sich gemeldet zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob sonst noch jemand was dazu sagen will. Vielleicht Annemarie oder Herr Meierhöfer. Das ist ja eine Diskussion, die wir auch an verschiedenen Stellen immer wieder führen müssen. Eigentlich noch auch noch mal betonen, was auch meine Vorrednerin gesagt hat, dass sichere landwirtschaftliche Produkte nur auf den Markt kommen können, wenn ich sie mir auch vorher angeguckt habe. Und dass Pflanzen, die mit Genome Editing zum Beispiel hergestellt wurden, auch wenn kleine Eingriffe drin sind, potenzielle Risiken haben, und zwar auch gravierende. Das haben wir gezeigt, das habe ich auch versucht darzustellen. Und es geht nur mit einer Sicherheitsprüfung. Und ja, das wollte ich einfach nochmal betonen. Und auch das ist ernährungsrelevant. Danke. Herr Meierhofer? Ja, ich wollte eigentlich vermeiden, mich in die Diskussion heute Abend einzumischen, weil dann lande ich wieder in der Ecke, in der ich eigentlich gar nicht landen will. Ich stelle mir halt einfach nur die Frage, wenn hier das Risiko permanent so hoch gehängt wird, dann müssen wir auch über sämtliche andere Züchtungsmethoden reden, weil eine radioaktive Bestrahlung ist genauso ein Eingriff. Also, und das ist teilweise ein wesentlich erheblicherer Eingriff als ein Eingriff im Labor. An einer Stelle des Genoms beschießen wir die Samen mit radioaktiver Strahlung. Wir wissen überhaupt nicht, was da passiert, was wir damit auslösen, und züchten munter weiter. Also ich glaube, dass diese Argumentation ist einfach nicht konsistent, Frau Engelhardt. Ich weiß auch nicht, warum wir uns da so fürchterlich verreißen. Also, und vor allem, die Frage muss an dieser Stelle auch mal erlaubt sein. Also, ich bin ja nur auch zu dem Thema schon seit einem Jahr in Europa unterwegs und ich weiß, dass die dänischen Kollegen das ganz anders sehen und auch die dänischen Biolandwirte das doch ein bisschen differenzierter sehen und hier auch wesentlich, sagen wir mal, ich versuche jetzt mal einen wertfreien Begriff zu nehmen, eine andere Einschätzung der Risiken zu haben, scheinen. Also ich würde mir da eine offenere Diskussion wirklich wünschen. Ich glaube, es würde uns am Ende alle helfen.
Das vielleicht von meiner Seite. Also wir sehen hier keine Risiken. Das ist einfach so. Nicht bei den NGT1-Pflanzen. Tut mir leid. Da muss ich drauf reagieren dürfen. Ja, mach das. Ich muss sagen, dass ich die Diskussion auch gerne, also genau diese Diskussion auch gerne vermieden hätte, weil etwas, was seit Jahrzehnten überhaupt kein Problem ist und niemand als Problem sieht, zum großen Problem zu machen, um eine andere Sache durchzukriegen, die seit Jahrzehnten mal als Problem gesehen wird und Probleme macht, ist mir so ein bisschen rätselhaft, wo das herkommt. Ich hätte es wirklich gerne vermieden, aber wir haben es häufig im Chat gehabt, jetzt führen wir es halt auf der Bühne auch, die Diskussion. Margret. Ja, ich habe ja Beispiele gebracht, die nicht das gleiche sind wie Zucht. Diese RNAi. Ich tue kleine Genstückchen rein, Insekten fressen sie und sie sterben. Das ist nicht das gleiche wie Zucht. Und ich finde es wichtig, dass wir hier einen wissenschaftlichen Diskurs führen. Der Vergleich zur klassischen Zucht ist einfach nicht immer richtig, weil wir wesentlich tiefer eingreifen können in diese Pflanzen. Und zweitens ist ja auch interessant, es werden ja große Chancen gesehen, Pflanzen umzugestalten. Und dass das Nebenwirkungen hat, das ist völlig klar. Und da bin ich eigentlich auch nicht bereit, das in eine nicht wissenschaftliche Ecke gestellt zu sehen. Denn wir zeigen klar Beispiele. Und wenn es Beispiele gibt, faktische Beispiele, dann kann man sie nicht, indem man sagt, es ist das Gleiche wie Bestrahlung, wegdiskutieren. Es gibt sie einfach. Und da muss ich einfach sagen, da möchte ich auch ein Early Warning machen. Es wurde in vielen anderen Bereichen in Europa versucht, diese Early Warnings zu überhören. Aber wir kommen hier mit wissenschaftlichen Beispielen, die eben gar nichts zu tun haben mit klassischer Zucht. Frau Engelhardt, wir haben in diesem Proposal geht es nicht um mRNA. Es geht darum, dass hier ein Werkzeug eingesetzt werden soll, was im normalen Zuchtprozess helfen soll. Und jetzt aber diese RNAi sollen dereguliert werden. Es geht um die. Es geht auch um die. Es geht um sie. Also das habe ich bisher so nicht gesehen, aber dann seien Sie doch bitte konstruktiv und liefern ein Amendment, welches das genau verhindert. Man kann das ja noch viel besser ausgestalten, als es jetzt ist. Aber dann, also einfach, weil ein Teil vielleicht ein Risiko ist, das Ganze abzulehnen, das ist, weiß ich nicht, ist schade. Das, was wir fordern, ist eine Risikoprüfung bei diesen Pflanzen. Ja, dann... Okay, so, wir sind ziemlich hinter der Zeit. Martin, du hattest dich gemeldet. Wir sind aber auch schon hinter der Zeit für den Beginn deines Abschlussstatements. Deswegen würde ich dir jetzt die Bühne geben, um für, ich sage 7 Minuten allerhöchstens, nochmal aus der Brüsseler Sicht politisch abzubinden. Und dann führe ich euch pünktlich um 9:30 aus diesem Seminar. Ich glaube, ich brauche gar keine 7 Minuten, weil die Fragen, die hier aufgeworfen sind, die müssen beantwortet werden. Und die sind auch von der Kommission nicht beantwortet worden. Also vor allem auch die Frage des Risikos. Wir dürfen nicht nur darüber reden, über Kennzeichnung, sondern für mich ist ganz zentral, und das wird nach jeder Diskussion mir auch deutlicher, man muss dieses Risiko abschätzen können. Nicht umsonst haben die beiden Nobelpreisträgerinnen, die diese Technik entwickelt haben, vor dem Einsatz im Humanbereich ja ausdrücklich gewarnt. Und da gibt es ja tatsächlich auch keine Versuche, da was zu machen. Es gab mal einen, ich glaube, südkoreanischen Forscher, der damit rumgefummelt hat. Aber es gibt Risiken und die kann man nicht einfach ausblenden und sagen, ja, das ist wie mit jeder anderen Züchtung. Das wird mir an jeder Diskussion deutlicher, dass man diese Risikoprüfung haben muss. Und ich sehe auch nicht ein, dass wir am Ende die Haftungsfragen, das danke ich nochmal ganz ausdrücklich Herrn Buchholzer, dass wir diese Haftungsfragen jetzt einfach so übergehen. Weil es ist ja für den Biosektor und auch für alle gentechnikfreien Produzenten tatsächlich am Ende des Tages die Frage, wie kann ich das denn nachher vermeiden, wenn ich nicht weiß, was baut der Nachbar an,
Und wer übernimmt da die Haftung, wenn Bioprodukte damit kontaminiert sind? Ich sage einfach auch kontaminiert, weil das ist meiner Definition auch so. Wer trägt das Risiko? Man kann jetzt nicht das Ganze dem Biosektor übertragen und sagen, seht ihr mal zu, wie ihr euch am besten schützt oder wie die Kommission tatsächlich in einer Diskussion gesagt hat, na, das ist doch für den Biosektor gut, dann haben sie doch ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Ja, aber das können wir halt nicht garantieren. Und deshalb ist diese Frage von ganz zentraler Bedeutung. Der Verbraucherwille, ja, das gibt keine Umfrage, die sagt, gibt es doch her, wir wollen keine Kennzeichnung. Ich sage es nochmal, alle Produkte, und es sind die Europäische Union macht überall ein Logo drauf, prüft Sicherheit vom Staubsauger bis hin zum Autoreifen. Und ausgerechnet bei Nahrungsmitteln verzichten wir darauf. Also das kann doch letztendlich nicht wahr sein. Da werden uns doch die Menschen fragen, warum gibt es die Europäische Union das Vorsorgeprinzip, wenn man noch nicht mal Nahrungsmittel jetzt prüft? Und einen Aspekt finde ich auch noch mal ganz wichtig in den Diskussionen, und das ist die zentrale Frage, wie geht es denn weiter? Und die Tierfrage wurde ja angesprochen. Wir reden über viele Fragen, die sich da noch weiter raus entwickeln. Ich denke, das ist vielleicht nur der Startpunkt bei der Frage beim Pflanzen. Aber schon die Frage gentechnisch veränderte Bäume hat ja eine Dimension, die geht ja fast über Jahrhunderte, was da verändert werden soll. Bei einer Pflanze, die kann ich vielleicht noch zurückholen, aber nicht bei Bäumen. Und deshalb denke ich, das hat schon eine andere Dimension. Und grundsätzlich die Frage, weil das in Diskussionen auch mal wieder aufkommt, ja, wir hatten doch die Corona und dann wartet doch alle für diese gentechnisch veränderten Impfstoffe. Das ist aber keine, wir haben ja nicht die Menschen verändert. Und es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen roter und grüner Gentechnik. Ich glaube, das müssen wir allen nochmal klar machen. Bei der roten Gentechnik mache ich morgen den Deckel zu. Im Labor ist es fertig. Wenn ich Pflanzen oder sogar Tiere freisetze, dann kann ich halt nicht immer sagen, ach, Fehler passiert, holen wir das alles mal zurück. Das wird halt nicht passieren können oder jedenfalls nicht so leicht passieren können. Wir alle wissen, dass in Kanada fast kein gentechnikfreier Raps mehr angebaut werden kann, weil es quasi keine gentechnikfreien Regionen mehr gibt und für Biobetriebe es ganz unmöglich ist, das anzubauen. Also ich finde, um das nochmal klar zu machen, wir brauchen eine breitere öffentliche Diskussion. Das kann nicht nur Biobetriebe interessieren und Verbraucherschützer, sondern wir brauchen eine gesellschaftliche Diskussion. Wo wollen wir hin? Was wollen wir dann letztendlich auch? Und das ist immer wieder die Frage, was wollen wir auch in der Landwirtschaft in Zukunft machen? Glauben wir, große Frage immer an Technologieoffenheit. Technik wird Probleme lösen. Technik kann viele Probleme lösen, aber sie kann mit Sicherheit nicht dafür sorgen, dass wir Klimawandel und andere Punkte jetzt zurückbringen auf den Stand, den wir mal hatten. Und deshalb, wie gesagt, höchste Vorsicht, höchste Diskussionen in der Gesellschaft. Rechtsfragen müssen natürlich auch geklärt werden. Was bedauerlich ist, hat der Buchholz ja gesagt, wir können jetzt nicht die Rechtsfragen in die Diskussion einbringen und sagen, wir fragen erstmal den Europäischen Gerichtshof. Das können wir leider erst am Ende machen. Und deshalb ist die Hoffnung, wir können das auf den Gerichtshof zurückholen, leider erst eine Hoffnung, die wir vielleicht in 2 Jahren realisieren können. Ich hoffe, dass auch die deutsche Bundesregierung eine klare Haltung weiterhin hat. Wir haben keinen Punkt in der Koalitionsvereinbarung, der uns sozusagen verpflichtet zu irgendwas, sondern Gentechnik ist nicht im Koalitionsvertrag festgehalten, außer bei Forschung. Insofern gibt es auch keine Verpflichtung, dass Deutschland jetzt sich irgendwie auf die Gentechnik-Büroseite stellen muss. Ich finde, das war heute Abend wirklich eine Diskussion, auch sehr stark inhaltlich geprägt. Eine Ideologie werfen wir uns immer gegenseitig vor. Aber das sage ich auch nochmal, Herr Mayrhofer, die großen Erwartungen, die hat sozusagen die Kommission und die Industrie selber geweckt, weil wir geben Antwort mit der NGTs auf Klimawandel, auf Welternährung. Das haben wir nicht behauptet, sondern das behauptet die Industrie nach wie vor. Also sollte man nicht immer sagen, die eine Seite ist ideologisch und die andere redet nur wissenschaftlich. Das sollten wir vermeiden. Ich glaube, wir müssen diese Diskussion fortsetzen. Ich kann nur an alle appellieren, sich schnellstmöglich in die Diskussion einzumischen, auch Vorschläge zu machen. Herr Mayrhofer, wenn Sie eine Lösung haben für das Problem Patente, sagen Sie es uns, dann gehen wir dem gerne nach. Aber wir können jetzt nicht nur abwarten, weil das geht jetzt wirklich höllisch schnell. Ja? Das soll vor Weihnachten alles durch die Ausschüsse sein und dann vom Parlament, dann haben wir schon
ja, Weihnachten, Neujahr und dann ist es plötzlich passiert und dann ist meine Befürchtung, dann werden uns alle fragen, was habt ihr da wieder gemacht in Brüssel? Das sollten wir nicht so weit kommen lassen, sondern jetzt in die Diskussionen eingreifen von allen Seiten. Vielen Dank. Oh, danke, Martin. Und dann nehme ich mir jetzt noch den Raum, ein paar Sätze zu sagen. Ich finde tatsächlich diese Ideologiediskussion, die wir ständig haben, ja auch im Bundestag, etwas seltsam vor dem Hintergrund, dass ich ja nicht nur Agrarwissenschaft, sondern auch diverse Sozialwissenschaften studiert habe. Und Ideologie, ein Wort ist, das eine relativ klare Definition hat, die ursprünglich aus dem Marxismus herauskommt. Marx war der Erste, der das Wort benutzt hat. Ich lasse mir das immer ungern vorwerfen. Von den Kollegen von der CDU, die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass sie einen marxistischen Begriff benutzen, der bezeichnet ein Denken im Sinne der herrschenden Klasse, um zu verschleiern und zu begründen, wie Herrschaft ausschaut. Das ist echt eine seltsame und witzige Diskussion. Das von nebenbei. Ich glaube, dass wir, Martin, und da lege ich jetzt einen anderen Schwerpunkt als du, einen Knackpunkt an der ganzen Geschichte haben, bei der Frage, welche Möglichkeiten haben eigentlich die Verbraucher und Verbraucherinnen, sich am Ende zu entscheiden. Und dabei geht es nicht ausschließlich, um die Frage, setze ich mich selber, einem Risiko ein, das ich vielleicht selber auch gar nicht sehe, sondern es geht auch um die Frage, nehme ich mit meiner Verbraucherentscheidung Einfluss darauf, wie Landwirtschaft, Saatgutproduktion etc. aussehen kann. Wir haben an vielen Stellen im Bereich der Verbrauchermacht ja Fragen, die mit Gesundheitsfragen erstmal überhaupt nichts zu tun haben und die trotzdem wichtig sind. Ich nehme Regionalität. Sehr vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern ist Regionalität wichtig. Das führt auch zu unglaublich viel Greenwashing. Ja, alles ist plötzlich regional, aber es ist nicht so, dass für mich als Bayer ein niedersächsisches Getreidekorn oder ein niedersächsisches Schnitzel weniger gesund ist als ein bayerisches. Wenn ich sage, ich kaufe Essiggurken lieber aus Niederbayern, denn aus dem Spreewald, dann tue ich das, weil ich hier auch die Umwelt schützen möchte, weil ich regionale Strukturen erhalten möchte, was für die Landwirte in meiner Region tun möchte. Ich beeinflusse damit den Markt. Und auch diesen Aspekt müssen wir wahrnehmen. Die Verbraucher wollen diese Entscheidung treffen können, wie sich Landwirtschaft auch entwickelt. Und das müssen wir denen ermöglichen. Es ist wirklich absurd in meinen Augen, dass die EU-Kommission gerade dabei ist, ein Stück Verbrauchermacht abzuschaffen. Und das muss man so deutlich sagen. Ich denke, dass wir an der Stelle auch echt eine Gefahr haben, weil wir bisher diese Diskussion, du hast gesagt, Martin, das ist ja sachlich, wir gehen da wirklich ins Detail rein, inwieweit betrifft eigentlich die NGT1-Ausnahme jetzt Pflanzen, die die RNAi-Technologie durch CRISPR-Cas in sich eingebaut haben. Aber wir müssen mal richtig heftig Kampagne machen, weil ich sehe ein gewisses Risiko, dass vor dem Hintergrund, dass je nachdem, wie man fragt, 80, 90, 70% der Leute sagen, ich will wissen, was in meinem Essen drin ist. Und eine Situation, in der quasi unter Nicht-Einbezug einer breiten öffentlichen Diskussion die EU sagt, naja, das machen wir jetzt in Zukunft aber an der Stelle nicht mehr, sich irgendwann Faschos da draufsetzen, wenn wir Ökos alle zu vorsichtig sind und zu viel Angst davor haben, dass man uns am Ende Ideologie vorwirft. Deswegen wäre meine Bitte an alle, die jetzt hier rausgehen, dieses Thema möglichst groß und breit in ihre Nachbarn und Nachbarinnen zu tragen und zu diskutieren, damit wir das aus dieser Situation rausholen, wo bei allen Problemen, die wir gerade haben, an zentralen Entscheidungen, die ihr trefft, jetzt in Brüssel und an denen wir auch als deutsche Bundesregierung mit beteiligt sind, ja, dass wir das rausholen aus dem Obskuren, aus dem Dunklen. Das, glaube ich, wäre ganz wichtig. Und zu guter Letzt, zuvorletzt, die Patentdiskussion müssen wir unabhängig von der Gentechnikdiskussion, aber eng verbunden von der Gentechnikdiskussion führen. So, das sind zwei Sachen, die eng verbunden miteinander sind, weil diese neuen Methoden nochmal eine viel breitere Anwendung des Patentrechts auf Saatgut, auch auf Tiere ermöglichen. Aber wir haben das Problem schon länger,
Und wir werden das unabhängig davon lösen müssen. Und ich freue mich, dass ich den Bauernverband an der Stelle auf meiner Seite haben, seien Sie sich versichert, dass ich nicht nur gegen die Patentierung von Lebewesen bin, weil ich es als einen Nachhutkampf zu dieser Gentechnikdebatte ansehe. Wir müssen da echt vorankommen. Und ich habe mir vorgenommen, das Justizministerium jetzt da auch mal ein paar Fragen zu stellen, wie wir da tatsächlich vorankommen, weil wir auch als Bundesrepublik Deutschland in diesem Patentübereinkommen mit drin sind. Und das, also da müssen wir echt dran. Das ist verdammt wichtig für die Entwicklung, wie es weitergeht. Und zu guter Letzt etwas Positives. Ich war neulich in Landshut mit einer Kollegin aus dem Bildungsbereich und wir haben uns das 2000 Quadratmeter am Garten angeschaut. Und wenn man sich die Landfläche auf der ganzen Welt anschaut, dann haben wir ungefähr 2000 Quadratmeter Ackerland und nochmal 4.500 Quadratmeter, grob gesagt, Grünland, das wir pro Person zur Verfügung haben. Und da in Landshut, da sind ein paar Pensionäre und Pensionärinnen, die aus Bildungsgründen auf diesen 2000 Quadratmetern, die sie zur Verfügung gestellt haben von der Stadt mit Technik, die sie sich leihen von der Schule nebenan, von der Landwirtschaftsschule, anbauen, was so im Durchschnitt auf dem Ackerland der Welt wächst, im Größenverhältnis, im Maßstab kleiner. Und das, was die da auf 35er Böden, wer damit was anfangen kann, ernten, das ist so viel, das ist Brot das ist Korn also Weizen für 200 Kilo Brot. Das sind ungefähr 2000 Maiskolben, wenn es gut läuft. Zwar waren die Maiskolben ein bisschen klein dieses Jahr. Dafür ist es dieses Jahr, ich habe niederbayerische Erdnüsse probieren können. Da kommt Soja raus für 60 Kilo Tofu. Da kommt Zucker raus, im Durchschnitt ungefähr das, was man in Deutschland so im Durchschnitt isst. Und das ist tendenziell eher zu viel. Da kommen über 50 Kilo von Kartoffeln, von Süßkartoffeln, von Pastinaken raus, weil mit Pastinaken wird Jams ersetzt, der bei uns nichts wächst, und mit Hafer ersetzen sie den Reis, der einen großen Punkt ausmacht. Also das ist so vieles, was diese Laien ohne Gentechnik, ohne Pestizide, ohne Kunstdünger, mit eingeschränkten Fruchtfolgen, mit den geliehenen Maschinen da machen können, dass ich mir echt um eine gut organisierte Welt, was die Produktion von Lebensmitteln angeht, keine Sorgen machen würde. Damit, mit diesem hoffnungsvollen Punkt, ende ich. Also spread the word, sagt man im Englischen, geht raus und erzählt den Leuten, was ihr heute gehört habt. Vielen Dank, einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Darf ich auch wünschen, das war eine Co-Produktion der Bundestagsfraktion und der Europafraktion. Genau, besonders großen Dank an die insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Referenten und Referentinnen, an das Büro von Martin und meine Mitarbeiterin Mareike, die im Hintergrund mitgewirkt haben. Genau, ich glaube, Ja. das war es jetzt auch wirklich mit dem Dank, oder? Auf Wiedersehen, Martin, auf Wiedersehen. Allen noch einen schönen Abend. Allen noch einen schönen Tschüss Abend. zusammen. Vielen Wiedersehen. Dank. Vielen Dank.